Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Referentinnen und Referenten, liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Veranstaltung Zukunft der sozialen Sicherung, sicher, sozial und geschlechtergerecht gestalten. Wir befinden uns hier im Mahlsaal der Opernwerkstätten, wo bis 13 Uhr heute hier noch an Opernkulissen gemalt wurde, und wollen jetzt heute hier zusammen ein bisschen an der ein Bild der Zukunft des Sozialstaates malen. Denn die Frage der Zukunft der Gesellschaft ist eng mit der Frage der Zukunft sozialer Sicherung verbunden. Denn dabei geht es um Sicherheiten, Lebensperspektiven und Teilhabemöglichkeiten, die ein selbstbestimmtes Leben erst ermöglichen. Es geht um Fragen sozialer Gerechtigkeit, wem steht was zu und warum, beziehungsweise in welcher Lage, wer bezahlt es, und um Fragen der Geschlechtergerechtigkeit. Wir wollen heute fragen, wie lässt sich soziale Sicherung unter den Bedingungen veränderter Erwerbsarbeit, sich wandelnder Lebensformen und des demografischen Wandels sozial und geschlechtergerecht organisieren? Wie müssen Arbeitsverhältnisse und soziale Sicherungssysteme ausgestaltet sein, dass sie auch künftig oder künftig erst verlässlichen Schutz bieten? Welchem Leitbild soll eine linke Sozialpolitik dabei folgen? Und wie weit soll sie soziale Sicherung von Erwerbsarbeit und Vorbedingungen entkoppeln? Diese Fragen wollen wir heute hier mit Vertreterinnen prononziert unterschiedlicher Perspektiven diskutieren, und zwar aus Partei, Wissenschaft und Verbänden. Wir wollen dabei den Fokus vor allem auf die Systeme der Einkommenssicherung legen, weil natürlich gibt es auch andere wichtige Bereiche des Wohlfahrtsstaates, gesundheitliche Versorgung und so weiter. Aber wir wollen doch den Fokus vielleicht diesmal auf die sozialen Sicherungssysteme legen. Und wir wollen dabei natürlich auch den Stellenwert von Erwerbsarbeit und die geschlechtsspezifische Selektivität des bestehenden wohlfahrtsstaatlichen Arrangements behandeln. Unserer Einladung zu dieser Diskussion sind dankenswerterweise gefolgt Gerhard Becker. Er ist emeritierter Professor an der Universität Duisburg-Essen und Fellow am Institut für Arbeit und Qualifikation, Mitautor zahlreicher Studien zum Verhältnis von Erwerbsarbeit und sozialer Sicherung und Mitautor des Standardwerks Sozialpolitik und soziale Lage in Deutschland. Alphabetisch vor: Hannelore Buhls, Vorsitzende des Deutschen Frauenrates, der größten Frauen- und gleichstellungspolitischen Interessenvertretung in Deutschland und ehemalige Leiterin des Bereichs Frauen- und Gleichstellungspolitik beim Verdi-Bundesvorstand. Katja Kipping, Parteivorsitzende und Bundestagsabgeordnete der Linken und sozialpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Ralf Krämer, hier außen, Mitbegründer der Sozialistischen Linken und seitdem in ihrem Bundessprecherinnenrat. Er war außerdem Mitglied in der Grundsatzprogrammkommission der Linken. Stefan Lessenig, Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er ist auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und Mitglied im Vorstand des Instituts Solidarische Moderne. Autor zahlreicher Schriften zur Entwicklung des Wohlfahrtsstaates und auch eines Leitbilds für einen demokratischen Sozialstaat. Ich bin Katrin Mohr, ich arbeite in der Bundestagsfraktion und koordiniere dort den Arbeitskreis Soziales, Gesundheit und Rente. Wir wollen folgendermaßen vorgehen. Zunächst wollen wir zwei Runden auf dem Podium drehen mit Kurzinputs der Referenten und Referentinnen. Dann wollen wir die verschiedenen Positionen untereinander ins Gespräch oder auch in die Kontroverse bringen. Dann wird noch eine relativ begrenzte Zeit für Nachfragen zur Verfügung stehen, zeitlich wirklich sehr eng, und ich bitte wirklich auch darum, auf Co-Referate zu verzichten und sich auf Nachfragen zu konzentrieren. Ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, diese Veranstaltung wird per Livestream ins Internet übertragen. Das heißt, es sind nicht nur die, die hier im Raum sind, an der Diskussion beteiligt, sondern wir gehen davon aus, dass doch auch erheblich mehr Menschen das Ganze per Internet mitverfolgen. Und deswegen ist auch die herzliche Bitte, wer sich zu Nachfragen meldet, dann die Saalmikrofone hier dafür zu verwenden, weil es sonst eben nicht der Ton nicht im Internet übertragen wird. Enden werden wir dann mit einer kurzen Schlussrunde noch auf dem Podium. Zunächst wollen wir uns mit der Analyse
und Kritik des bestehenden sozialstaatlichen Arrangements und seiner Entwicklungstrends beschäftigen. Denn wenn wir die Frage nach der Zukunft stellen, ist ja auch erstmal wichtig zu fragen, was ist das Bestehende, wo liegen dort die Probleme? Und wollen dann in der zweiten Runde über Zukunftsvorstellungen, Leitbilder und Kriterien für eine sozial- und geschlechtergerechte sozialstaatliche Reformpolitik reden. Dabei wollen wir auf Transformationsperspektiven, also auf Schritte, Bausteine und gemeinsame Perspektiven für einen zukunftsträchtigen sozial- und geschlechtergerechten Sozialstaat eingehen. Ich will jetzt zunächst den beiden Vertretern aus der Wissenschaft das Wort geben. Anschließend dann möchte ich den Vertreterinnen der Politik das Wort geben. Zunächst hat Gerhard Becker das Wort. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Einleitungsworte. Kritik am Bestehenden. Leider steht mir keine Stunde zur Verfügung, sondern stehen mir nur 5 Minuten zur Verfügung. So viel könnte man sagen. Deswegen möchte ich das in einigen Thesen versuchen zu komprimieren. Der erste Punkt ist, der deutsche Sozialstaat hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, unter dem Druck von Leistungskürzungen, Privatisierung und Ökonomisierung sowie Wettbewerbsorientierung und der Aktivierungsstrategie schwer gelitten. Er ist zwar nicht völlig abgeschafft worden, das auch mal zu sagen, um noch Dimensionen offen zu halten, wenn man beispielsweise nach Griechenland oder in andere Länder schaut, aber er ist in ihn massiv eingeschnitten worden und ist umgebaut worden. Die Folgen sind unter anderem und im Wesentlichen, dass die Versorgung mit gesundheitlichen, sozialen und pflegerischen und kommunalen Dienstleistungen sich erheblich verschlechtert hat und sozial selektiv zugespitzt worden ist. Die Folge ist, dass Armut und Unterversorgung, Ausgrenzung und Niedrigeinkommen in den letzten Jahren trotz anhaltendem Wohlstandswachstum und anhaltendem Zunahme des Bruttoinlandsprodukts gestiegen sind. Der Druck in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt ist gestiegen, um jeden Preis Arbeit annehmen zu müssen. Diejenigen, die dem nicht entsprechen, werden zunehmend stigmatisiert und diszipliniert. Nächster Punkt ist, wenn man sich auf die zunehmende Armut konzentriert, so ist festzustellen, dass mittlerweile Armut sehr unterschiedlich behandelt wird. Zum Teil mehren sich die Stimmen nach dem Motto, in einem reichen Land kann es eigentlich gar keine Armut geben, sondern wir haben absolute Armut überwunden. Auf der anderen Seite wird unterschieden zwischen den würdigen und den nicht würdigen Armen. Die Älteren erscheinen noch die würdigen zu sein, die man noch einigermaßen bedenkt. Arbeitslose und andere scheinen aber an ihrem Schicksal selbst Schuld zu haben. In der Folge dieser Leistungskürzung und Umbaustrategie ist auch in den 2 sozialen Sicherungssystemen, nämlich Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung, das Ziel der Lebensstandardsicherung wesentlich aufgegeben worden. Es gilt alleine nicht mehr. Auf der anderen Seite sind kapitalmarktabhängige private Versorgungsformen im Alter im Interesse der Banken- und Versicherungswirtschaft aufgebaut worden, mit ebenfalls hochselektiven Folgen. Und wenn man in die Rentenversicherungs- und Arbeitslosenversicherungssysteme im Detail schaut, so wird man feststellen, dass diese Sozialversicherungen aber in den letzten Jahren mehr und mehr in Richtung Äquivalenz umgebaut worden sind. Leistung ist nur das, was auf dem Arbeitsmarkt sich als Arbeitseinkommen dokumentiert. Der soziale Ausgleich ist zurückgenommen worden. Schließlich die Finanzierung sowohl der Sozialversicherungssysteme als auch der steuerfinanzierten Systeme ist in den letzten Jahren höchst ungleich geworden. Entlastet wurden und werden vor allem die Arbeitgeber und die Besserverdienenden, belastet werden die Versicherten mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Das kann man ganz deutlich zugespitzt sehen am System der Krankenversicherung. Die Krankenversicherung hat endgültig Abschied genommen von der paritätischen Orientierung
der Finanzierung. Der Beitragssatz für die Arbeitgeber ist auf Dauer festgeschrieben und sämtliche Leistungsausgaben, Mehrausgaben werden in Zukunft allein von den Versicherten zu finanzieren sein durch Zusatzbeiträge. Auch die Strategie der schwarzen Null im Bundeshaushalt, vom Finanzminister so hoch gelobt oder von der Großen Koalition so hoch gelobt, geht letztlich zulasten der Sozialversicherungseinrichtungen, weil eigentlich steuerzufinanzierende Leistungen mehr und mehr durch Beitragsleistungen abgelöst worden sind, mit der Folge, dass zukünftige Finanzkrisen in den Systemen der sozialen Versicherung abzusehen sind. Diese hier nur kurz geschriebenen Prozesse vergrößern nicht nur die Absicherungslücken für die Einzelnen und gefährden das Prinzip einer sozialen Demokratie, sondern untergraben aus meiner Sicht die politischen und moralischen Grundlagen des Sozialstaates insgesamt. Je weniger der Sozialstaat für alle gilt, je weniger der Sozialstaat umfassend ist, umso mehr verstärken sich die Absetzbemühungen eben aus diesem System. Trotz dieser Kritik ist nach meinem Dafürhalten ein grundlegender Richtungswandel in der Sozialpolitik und in der sozialen Sicherung nicht in Sicht. Trotz durchaus positiv. Mindestlohn, wie ich gerade gesagt habe, Armut wird mittlerweile wieder in Frage gestellt. Und der demografische Wandel dient mehr denn je als Keule für die fortgesetzte Privatisierung und Kapitalisierung der Sicherungssysteme. In der nächsten Woche wird das Statistische Bundesamt die neue demografische Vorausberechnung vorstellen. Es ist jetzt schon absehbar, wie die Diskussionen laufen, dass stärker auf private, kapitalmarktabhängige Vorsorge gesetzt werden soll oder gesetzt werden muss, unabhängig von der Frage, ob die Erfahrungen nicht in den letzten Jahren gezeigt haben, dass dies der falsche Weg ist. Aber auch in der Pflegeversicherung ist da jetzt ein kapitalmarktabhängiger Stock eingeführt worden. Schließlich gibt es auch keine Entlastung, das ist mir ganz wichtig zu sagen, aus der europäischen Perspektive. Wenn man sich die Initiativen der neuen EU-Kommission ansieht, so wird Sozialpolitik dort im Wesentlichen und im Kern als investive Sozialpolitik bezeichnet. Social Investment Program heißt das. Auf Deutsch übersetzt heißt das, alle sozialpolitischen Maßnahmen mögen akzeptabel sein und in die ist auch Geld reinzustecken, die aktivieren, die Wirtschaftsleistung verbessern, die den Arbeitsmarkt befeuern, investiv und eben nicht konsumtiv und passiv. Passive Leistungen wie beispielsweise Absicherung im Alter, Absicherung bei Arbeitslosigkeit, Grundsicherung gelten eher als ein rückschrittlicher Bereich der Sozialpolitik. Es wird ein prinzipieller Gegensatz aufgemacht zwischen Prävention und Kompensation und Nachsorge, eine sehr problematische Entwicklung. Also alles in allem gesehen ist keinesfalls davon auszugehen, dass die negative Entwicklung des Sozialstaates und der sozialen Sicherung im Besonderen in den nächsten Jahren entweder abebben wird, sie wird sogar zunehmen. Und wer in diesen Tagen an den Litfaßsäulen vorbeigeht und die große Anzeigenkampagne der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft verfolgt, wird sehen, woher der Wind bläst. Insofern gibt es viel zu tun. Vielen Dank für diese düstere, aber wohl doch realistische Bestandsaufnahme. Stefan Lessenich, wie sieht aus deiner Perspektive die Analyse des Bestehenden aus? Ja, also auch herzlichen Dank für die Einladung und herzlich willkommen allerseits. Das Gute für mich ist jetzt, dass ich eigentlich alles unterschreiben kann, was Gerhard Becker gesagt hat, und ich werde diese Punkte dann auch nicht wiederholen. Und gleichzeitig sind wir alle Kinder unserer historischen Zeit und deswegen kann ich es mir leider nicht verkneifen, meine 5 Minuten zu nutzen, um das Thema, um das es hier geht, auch etwas weitergehend zu rahmen und einzubetten, als es vielleicht intendiert war für diese Runde.
weil die Rahmung einerseits die sozialen Sicherungssysteme im engeren sind, vor allem aber, was jetzt einleitend gesagt wurde, welche Herausforderungen gibt es eigentlich? Also Wandel von Erwerbsarbeit, Wandel von Lebensformen, demografischer Wandel. Ich finde, ein zentraler Wandel ist da nicht mit enthalten, nämlich all das, was mit dem Phänomen der Migration und sozusagen der Arbeits- und Armutsmigration zusammenhängt. Ich möchte das etwas mit ins Spiel bringen. Es gibt einen wunderbaren sozialpolitikwissenschaftlichen Autoren, nämlich Hans Achinger, wird den meisten nicht bekannt sein. Der hat Ende der 50er Jahre einen meiner Lieblingssätze zur Wohlfahrtsstaatsforschung geprägt und der lautet: Das Spiel mit dem Wegdenken ist nicht mehr möglich. Ende der 50er Jahre ging es darum zu sagen, das Spiel, den Wohlfahrtsstaat wegzudenken aus der modernen Gegenwartsgesellschaft der späten 50er, ist nicht mehr möglich. Sprich, die kapitalistische Moderne ist so stark durchdrungen von dem Wohlfahrtsstaat, unsere alltäglichen Lebensführungsmuster sind so stark durchdrungen von sozialpolitischen Einrichtungen, alle Formen der Vergemeinschaftung sind so stark durchdrungen, dass man sich den Wohlfahrtsstaat eigentlich nicht mehr wegdenken kann aus der Moderne. Und das war gerichtet gegen Apologeten einer neoliberalen Marktgesellschaft, die sagten, also so viel Wohlfahrtsstaat braucht man gar nicht und vielleicht kann die Marktgesellschaft auch mit einem Minimalwohlfahrtsstaat funktionieren. Dagegen richtete sich schon diese Diagnose der sozialen Zentralität des Wohlfahrtsstaates in der Moderne. Ich würde sagen, das Spiel mit dem Wegdenken ist heute auch nicht mehr möglich, und zwar im Hinblick auf die weltgesellschaftliche Einbettung des deutschen Sozialstaats. Man kann die Zukunft der Sozialpolitik, und wenn wir an einem Bild des zukünftigen Sozialstaats malen wollen, kann man nicht mehr denken ohne die Einbettung nationaler Sozialpolitik, nicht nur in europäische Sozialpolitik, sondern vor allem die Einbettung des nationalen Sozialstaats in weltgesellschaftliche Strukturen und Dynamiken. Und deswegen denke ich, muss man, wenn man an einem Bild des Sozialstaats der Zukunft malt, muss man das ernst nehmen, was ich für eine zentrale Position der Linken, und zwar jetzt nicht nur auf die Partei bezogen, der Linken halte, nämlich den Internationalismus. Also den politischen und den sozialpolitischen Internationalismus muss man ernst nehmen. In diesem Sinne, und Gerd Becker nicht dann nochmal wiederholend, möchte ich im Wesentlichen zwei Punkte machen. Der eine schließt sehr wohl an die Frage Äquivalenzprinzip im deutschen Sozialstaat. Ich würde behaupten, dass der deutsche Sozialstaat wie kaum ein zweiter vergleichbarer, also unter den hochentwickelten, ausgebauten europäischen Wohlfahrtsstaaten, die soziale Ungleichheitsstruktur reproduziert. Das heißt, gegebene soziale Ungleichheiten sozialpolitisch nochmal verdoppelt und reproduziert. Er ist auf eine in anderen Wohlfahrtsstaaten kaum in ähnlicher Weise ausgeprägten Art mittelschichtszentriert und er gibt sehr viel Geld aus, um bestehende Statusunterschiede, die marktwirtschaftlich produziert worden sind, sozialpolitisch zu reproduzieren. Dahinter steckt die Idee, die genannt wurde, auch der Leistungsgerechtigkeit. Leistungsgerechtigkeit, eine zentrale Wertidee der Ausgestaltung auch des deutschen Sozialstaats. Für mich der Euphemismus für die sozialpolitische Besserstellung der Bessergestellten. Und Leistungsgerechtigkeit, also jetzt die Kritik, Analyse, starke Leistungsgerechtigkeitsorientierung des deutschen Sozialstaats klassischerweise. Kritik ist, dass dies geschieht unter der Absehung der sozialstrukturellen Voraussetzung von Leistungsfähigkeit. Wir könnten jetzt zwei Wege einschlagen. Wir könnten den Leistungsbegriff, der hinter der Idee der Leistungsgerechtigkeit steht, an sich schon kritisieren. Aber wenn wir den jetzt akzeptieren, müssen wir kritisieren, meines Erachtens, dass die sozialstrukturellen Chancen, überhaupt Leistungen zu erbringen, die dann sozialpolitisch honoriert werden, systematisch, strukturell und verfestigt ungleich verteilt sind. Also eine vernünftige Arbeitsbiografie an den Tag zu legen, einen vernünftigen Bildungstitel zu erreichen, eine vernünftige Planung auch von biografischen Zeithorizonten zu realisieren, all diese Möglichkeiten sind systematisch und verfestigt sozialstrukturell ungleich verteilt. Und das hat geschlechterpolitische Implikationen, das hat klassenpolitische Implikationen, das hat auch, man darf den Begriff ja nicht nennen, aber das hat auch rassenpolitische Implikationen. Also welche Minoritäten in dieser Gesellschaft nicht in der Lage sind, die Leistungsstandards, die dann in Leistungsgerechtigkeit münden sollen, überhaupt zu erfüllen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt schließt an die Rahmung.
Nationale Sozialstaaten gelten ja als ein zivilisatorischer Fortschritt und sind es auch, indem sie nämlich Staatsbürgerrechte und Staatsbürgerinnenrechte auf Sozialleistungen, also Anspruchsrechte auf Leistungen des Staates im Falle von dem Eintritt von bestimmten Risiken, dann vor allem der Lohnarbeiterexistenz gewährleisten. Man muss aber sagen, dass nationale Sozialstaaten, der Deutsche zumal, die unter dem Signum des Staatsbürgerschaftsrechts und der sozialen Staatsbürgerrechte operieren, dass die eben auch ein Instrument und ein Mechanismus des Ausschlusses, der Ausgrenzung, der Exklusion sind. Instrument sozialer Schließung. Und ich finde, wenn wir ein Bild des zukünftigen deutschen Sozialstaats malen wollen, dann müssen wir schauen, welche ausgrenzenden, exklusiven Strukturen in der deutschen Sozialpolitik, im deutschen sozialen Sicherungssystem angelegt sind. Und ich denke, das wird analytisch vor allem dann relevant, wenn wir uns gleichzeitig anschauen, der deutsche Sozialstaat als Teil des europäischen Wohlfahrtsstaates, wie stark Sozialpolitik verkoppelt ist in ihren Wirkungseffekten mit dem europäischen Migrationsregime. Deswegen habe ich gesagt, ich bin gerade mal Kind meiner historischen Zeit, gerade verrecken Tausende von Menschen im Mittelmeer. Und was der Europäischen Union einfällt, ist, das größte Kriegsschiff der Briten ins Mittelmeer zu schicken, um da mal für Ordnung zu sorgen, unter der Maßgabe, dass die Flüchtlinge, die gegebenenfalls aufgenommen werden sollten, nicht nach Großbritannien gebracht werden, sondern nach Italien. Der Hintergrund ist, dass wir keine Einwanderung in unsere sozialen Sicherungssysteme wollen, weder aus Schwarzafrika noch aus Osteuropa noch sonst von irgendwoher. Und ich denke, dass gerade in dieser Kombination des gewaltsamen europäischen Migrations- und Migrationsabschottungsregimes und der Strukturierung der nationalen Sozialstaatlichkeit Sozialstaat zum Einsatz wird in einem gewaltsamen, ja, also in diesem Fall sogar tödlichen Ausschlussspiel. Und ich finde, wenn wir uns überlegen, wie müsste Sozialstaatlichkeit rekonstruiert werden in der Zukunft, dann können wir uns um diese Frage nicht drücken, dass der deutsche Sozialstaat kein deutscher Sozialstaat mehr sein kann in Zukunft. Danke, Stefan Lessenich, für diese sicher sehr notwendige Weitung des Blicks auf die weltgesellschaftliche Einbettung des nationalen Sozialstaats. Hannelore Buhls, wie sieht aus Frauen, aus geschlechterpolitischer Perspektive die Kritik des Bestehenden aus? Ja, vielen Dank. Guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Aus Frauensicht gibt es da natürlich eine ganze Menge zu sagen. Ich habe jetzt mal hier drei Punkte herausgegriffen, die auch von anscheinend wichtige Punkte zu sein scheinen, weil die anderen sie auch erwähnt haben. Der erste Punkt ist, dass wir feststellen, dass eben der deutsche Sozialstaat sich zunehmend auf den Grundsatz Leistung mit Gegenleistung ausrichtet. Dieses Prinzip wurde in den letzten Jahren ausgeweitet, so stellten wir fest, und bedeutet für die Einzelnen eine höhere Pflicht zur Mitwirkung oder Beitragszahlung. So sind dann beispielsweise in der gesetzlichen Rente Aufwertungen und Anerkennungen weggefallen, die wir früher hatten, zum Beispiel bei Ausbildungszeiten. Also ohne was direkt dafür zu tun, haben wir eine Aufwertung bekommen, weil diese Ausbildungszeit als wertvoll anerkannt wurde. Da haben wir Veränderungen erfahren. So gilt heute stattdessen zum Beispiel das Erziehen von Kindern als aufwertungsfähig, und zwar stärker als früher. Also da gibt es einen Wandel. Es geht um die erbrachte Leistung, die auch eine Leistung aus der Sozialversicherung dann, wie sagt man, rechtfertigt. Für die Arbeitsmarktpolitik haben wir eine ähnliche Entwicklung festzustellen, nämlich dass von der aktiven Arbeitsmarktpolitik früher zu einer aktivierenden umgestellt wurde, sodass also die einzelne Person eher verantwortlich ist heute, wobei die für die Empfängerinnen von staatlichen Leistungen verpflichtenden Elemente verstärkt worden sind, und auch der Umfang dessen, was hier als Mitwirkung gilt, hat man deutlich eingeschränkt, sodass also die Möglichkeit der Erfüllung dieser Mitwirkung immer schwieriger geworden ist. Für Frauen wirkt sich dann zudem aus, dass große Teile ihres gesellschaftlichen Beitrages nicht oder nicht zureichend anerkannt werden, insbesondere alles, was an unbezahlter Arbeit erbracht wird, Kindererziehung, Pflege, Haushaltsarbeit, Versorgung von Angehörigen und Ehrenamt ist da zu nennen. Und
Das Problem ist für Frauen, dass sie die Nachteile, die dadurch entstehen, heute persönlich tragen müssen. Das mussten sie schon immer. Heute nimmt man es zur Kenntnis. Also nicht umsonst ist die schlechte finanzielle Versorgung von Alleinerziehenden in den Mittelpunkt gerückt worden, wobei dann allerdings nicht der Rückschluss gezogen wird, sehr oft, dass sie einen ordentlichen Arbeitsplatz brauchen, sondern man hört dann gelegentlich, sie seien deshalb arm, weil sie eben unverheiratet sind. Und eben, das heißt also, das, was da erbracht wird, wird nur zu einem sehr geringen Teil gewürdigt und finanziell anerkannt, wobei sowohl ihre soziale Sicherung eben der Frauen als auch der Arbeitsmarktzugang gleichzeitig stark leiden. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Privatisierung sozialer Risiken. Auch das haben andere schon gesagt, in den Sozialversicherungen. Das führt für die Einzelperson zu höherem Aufwand für die Versicherung und zu größeren Lücken in der Absicherung. Unter anderem, indem man selbst eben für diese private Absicherung sich kümmern muss und auch dafür sorgen muss, sie also die Beiträge dafür zahlen muss. Während aber auf der anderen Seite Personen mit kleinen oder unterbrochenen Erwerbsverläufen ganz klar ist, dass sie diese Lücken, die da entstehen, gar nicht selber schließen können, also sich oft nicht krankenversichern können, wie beispielsweise Solo-Selbstständige oder eben die Alterssicherungslücken aus eigener Kraft nicht schließen können, wie das bei Frauen ganz oft der Fall ist. So, und das heißt eben für alte Frauen in der Konsequenz, dass sie heute von dem abgesenkten Niveau der gesetzlichen Rente leben müssen oder eben in Abhängigkeit, entweder vom Ehemann oder von der Grundsicherung. Das Problem dabei ist, dass der Sozialstaat also gerade dort eingeschränkt worden ist, wo die private Entscheidung dazu führt, dass die Person die soziale Sicherung ganz oder teilweise verliert. Und es werden also nicht nur einseitig höhere Beiträge abverlangt, um ein vergleichbares Niveau zu erzielen, und zwar trotz des grundsätzlichen Konsenses, dass Sozialversicherung eigentlich paritätisch finanziert werden sollte, sondern es entsteht für Arme ein gesteigertes Ausschlussrisiko. Der dritte Punkt, den ich hier erwähnen möchte, ist dass die prekäre Beschäftigung. Es ist festzustellen und auch zu erwarten, dass die Nicht-Normal-Arbeitsverhältnisse auch künftig den erhofften Brückeneffekt in den ersten Arbeitsmarkt nicht erzielen werden. Dabei gibt es auch noch zusätzlich sozialräumliche Unterschiede innerhalb Deutschland. Zum Beispiel ist das Problem auf dem Lande sehr viel größer als in der Stadt und im Osten größer als im Westen. Und wir sind der Meinung, dass diese Verhältnisse verändert werden müssen auf verschiedene Art und Weise. Dazu kommen wir ja nachher noch. Insbesondere auf die prekäre Beschäftigung im Minijob muss geachtet werden. Also wer mich auf so ein Podium einlädt, kann nicht umhin gehen, von mir über den Minijob zu hören. Denn gerade hier kumulieren sich Lohndumping, zu geringe Arbeitszeiten und mangelnde Beschäftigungs- und soziale Sicherung. Und zwar auch noch in regionalen Schwerpunkten. Und dazu kommt als negativer Arbeitsmarkteffekt durch diese Konzentration, dass bestimmte Branchen mit überwiegend weiblicher Beschäftigung, wo es einfach gesagt eben nur noch eine Teilzeitbeschäftigung mit oder ohne soziale Sicherung gibt, dass da Frauen ganz besonders betroffen sind und dass wir da auch eine Wirtschaftsbetroffenheit inzwischen haben, die eigentlich zu Aktionen herausfordern sollte, das aber nach wie vor ignoriert wird. Es ist nicht abzusehen, dass man sich an den Minijob und an die Abschaffung der Sozialversicherungsfreiheit überhaupt heranwagt in der Politik. Und währenddessen wird aber die Erwerbsarbeit weiterhin ein zentrales gesellschaftliches Leitbild bleiben, auch dadurch bedingt, dass wir weniger Erwerbstätige haben werden, wodurch der Fachkräftemangel sich entwickeln wird. Und sodass die prekäre Beschäftigung auch in diesem Vergleich zunehmend zu einem Stigma sich entwickelt für diese Bevölkerung, weil sie gleichzeitig an Boden gewinnt. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit gebe ich Katja das Wort. Katja, wie sieht aus deiner Perspektive, was sind die zentralen Kritiken am bestehenden Sozialstaat? Ich werde mich schlaglichtartig auf vier Kritikpunkte beschränken. Erstens, der deutsche Sozialstaat basiert auf dem Leitbild der familiären Subsidiarität und ist damit geprägt von patriarchalen Mustern. Besonders deutlich wird das bei dem Konstrukt Bedarfsgemeinschaft, wo alle Menschen, mit denen man zusammenlebt, länger als ein Jahr, sofort quasi finanziell mit in Haftung genommen werden, besonders perfide ausgeprägt bei der Stiefkinder- oder Patchwork-Kinder-Regelung. Das heißt, wenn eine Alleinerziehende und
jemand anders neu zusammenziehen wollen und einer von beiden hat ein mittleres Einkommen, wird das sofort mit angerechnet und heißt, dass jemand, nur weil er sich entscheidet, gemeinsam mit jemandem, der ein Kind hat, zusammenzuziehen, er womöglich selber gleich aufstockend in Hartz IV drin ist mit allen Schikanen, die es gibt. Ich finde die familiäre Subsidiarität und die immer noch vorherrschende ungerechte Verteilung der Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern bilden einen Herrschaftsknoten, den wir auflösen müssen, wenn wir das Patriarchat überwinden wollen. Und um das nochmal in Zahlen auszudrücken, was die ungerechte Verteilung der Tätigkeiten anbelangt, laut der letzten vorhandenen Zeitbudgeterhebung verwenden Frauen deutlich mehr Zeit für soziale Kontakte und unbezahlte Arbeit, Hausarbeit wie Putzen wird zu 75% von den Frauen erledigt, Wäsche waschen wird zu 85% von den Frauen erledigt. Also da ist noch einiges zu tun. Ich finde, Regelungen wie die Bedarfsgemeinschaft zeigen aber letztlich, auch wenn sie es ungewollt zeigen, wie recht Karl Marx hatte, als er schrieb, die Bourgeoisie hat dem Familienverhältnis seinen rührend sentimentalen Schleier entrissen und hat es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt. Er hat das kritisch gemeint. Zweiter Kritikpunkt, Erwerbsarbeitszentrierung. Der Anspruch auf soziale Leistungen, also Sozialversicherung wie Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, leitet sich ab von den vorher erfolgten Einzahlungen entsprechend des Einkommens aus der Erwerbsarbeit. Und selbst die bedürftigkeitsgeprüften, steuerfinanzierten Sozialleistungen sind daran gebunden, dass man zumindest bereit ist, bei der Simulation von Erwerbsarbeit voll mitzuwirken. Heißt, man muss so und so viele Bewerbungen verfassen oder man muss Ja zu allen möglichen Beschäftigungsmaßnahmen sagen, auch wenn sie fragwürdigen Sinn haben. Ich glaube, dem zugrunde liegt eine höchst fragwürdige Gleichung, die da lautet, nur Erwerbsarbeit ist gleich Leistung an der Gesellschaft. Und ich finde, diese Gleichung ist doppelt zu hinterfragen. Erstens, es gibt jede Menge Tätigkeiten, die sind unverzichtbar für die Gesellschaft und für den Zusammenhalt. Und die lassen sich eben nicht erwerbsarbeitsförmig organisieren. Man kann ja mal probieren, eine gute Nachtgeschichte vorzulesen, abends erwerbsarbeitsmäßig zu organisieren. Viel und mit Stecho und so. Viel Freude damit. Zweitens, bedeutet nicht jede Erwerbsarbeit automatisch eine Leistung, selbst wenn sie zu hohem Einkommen führt und damit zu hohen Rentenansprüchen. Also nur mal das Beispiel zu nehmen, die Troika-Beamten, die einer gewählten Regierung in Athen die radikale Kürzung des Gesundheitssystems aufzwingen und sich damit an der Gesellschaft versündigt haben, finde ich, haben jetzt nicht wirklich was geleistet für diese Gesellschaft. Und weil ich hier gerade so ein schönes T-Shirt sehe, keine Arbeit, lieber tanzen, da kann man ja aus linker Sicht mal fragen, ist jetzt jemand Troika-Beamter, hat er mehr geleistet als jemand, der sagt, ich verbringe meine Tage lieber mit Tanzen und tue dabei keiner Fliege was zuleide? Also würde ich ein großes Fragezeichen setzen. Dritter Kritikpunkt. Die herrschende Sozialpolitik zeichnet sich aus durch eine Ignoranz gegenüber der Bedeutung von sozialer Sicherheit für die Demokratie. Und kein Gesetz verkörpert diese demokratiegefährdende Ausrichtung so stark wie Hartz IV. Ich meine, soziale Sicherheit ist eine wichtige Voraussetzung für die Wahrnehmung demokratischer Rechte. Nicht nur, weil man sich auch eine Tageszeitung oder einen Internetzugang leisten können muss. Und die Sozialwissenschaftlerin Anna Ammes hat es mal erfragt, was Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind, als besondere Einschränkung empfinden. Und die sagen halt, nach Einschränkungen bei gesunder Ernährung und Mobilität war die Pflege sozialer Kontakte besonders schwierig. Das heißt also, oder das Ergebnis, ein Ergebnis dieser Studie lautete, 85% aller Befragten erleben ihre sozialen Beziehungen als belastet. Weil wenn sich die Freunde im Café treffen, muss man sich halt wenigstens auch ein Getränk leisten können, um nicht blöd dazustehen. Und wenn man an diesen Kontakten nicht teilhaben kann, finde ich, wird die Möglichkeit zu demokratischer Teilhabe deutlich beschränkt. Vierter Kritikpunkt, der deutsche Sozialstaat in seiner jetzigen Ausprägung orientiert sich an Untertanen. Mündige Bürgerinnen im Sinne des Citoyens bzw. der Citoyenne kennt der deutsche Sozialstaat nicht. Also, ich glaube, ist das allen bekannt, aber die Unterscheidung, die Staatsbürgerin im Sinne des Citoyens, also im Sinne einer, der sich in die Politik einbringenden Staatsbürgers bzw. einer von ihren Bürgerrechten Gebrauch machenden Staatsbürgerin, kommen faktisch nicht vor. Und das wird unter anderem deutlich bei dem im Sozialgesetzbuch dominierende Gebot der örtlichen Verfügbarkeit, das ist die Behördensprache, und das heißt die Pflicht, auch Menschen, die erwerbslos sind, haben an den Wochentagen den Meldeort nicht zu verlassen.
Man darf also auch nicht zur kranken Großmutter, die im Nachbarort wohnt, einfach mal so fahren und sich um die kümmern, außer am Wochenende. Oder man meldet sich auf Urlaub, hat man aber auch bloß eine begrenzte Anzahl von Wochen. Das kommt so harmlos daher. Das Prinzip der örtlichen Verfügbarkeit hat aber in der Praxis verheerende Auswirkungen. Auch ehrenamtliches Engagement gilt nicht als Instrument des Sozialgesetzbuches, weil es eben nicht der Herstellung der Arbeitsfähigkeit dient. Demnach schützt Ehrenamt nicht vor dem Zugriff durch die Arbeitsagentur. Ich finde, sehr treffend hat dieses Dilemma Wolfgang Engler in seinem Buch Bürger ohne Arbeit auf den Punkt gebracht, und damit möchte ich meine Kritik auch schließen. Wer den gesellschaftlichen Daseinsbeweis des Menschen nur auf dem Umweg über die Arbeit zu führen versteht, unterwirft sich dem Einheitsdenken und hat den Kampf um eine andere Zukunft schon verloren. Danke. Vielen Dank, Katja, dass du auch den Bogen jetzt zur Demokratie, Demokratisierung, demokratischer Teilhabe geschlagen hast. Ralf, wie sieht aus deiner Perspektive die Kritik des Bestehenden aus? Ja, ich kann natürlich auch das meiste unterschreiben, vor allem natürlich, was Gerd und Hannelore gesagt haben, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass wir alle aus einem eher gewerkschaftlichen Bereich kommen. Ich bin ja auch Gewerkschaftssekretär und damit ein Stück weit befasst. Ich will bei Gerd noch ein paar Sachen vielleicht nochmal unterstreichen. Er hat ja gesagt, dass der Sozialstaat quasi durch die neoliberale Politik der längeren Zeit in der Vergangenheit schwer beschädigt worden ist. Das heißt auf der anderen Seite in der Tat, dass der Sozialstaat in dieser Weise beschädigt und wirklich verschlechtert worden ist, ist nicht irgendwie ein Sachzwang, ist nicht irgendwie unvermeidlich wegen der demografischen Entwicklung oder der Globalisierung oder was uns die Neoliberalen sonst so tun, erzählen, sondern es ist Ergebnis neoliberaler Politik, wo es um Interessen, um Umverteilung zugunsten des Kapitals, zugunsten der Reichen geht, wo es aus meiner Sicht um Klassenkampf von oben geht, der darauf gerichtet ist, den Sozialstaat sozusagen zuzurichten. Auf der anderen Seite hat er gesagt, wir haben weiter einen Sozialstaat. Das will ich auch nochmal unterstreichen. Dieser Sozialstaat, soziale Leistungen, da werden Umverteilung und Leistungen erbracht und organisiert in einem Umfang von fast einem Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung. Das ist ökonomisch ein gewaltiger Happen. Allerdings in der Tat, vieles davon ist überhaupt nicht irgendwie ein Problem fürs Kapital, sondern es ist eine Bedingung für eine ordentliche kapitalistische Ökonomie auf einem hohen Niveau, dass es sowas gibt. Es geht also um die Ausgestaltung dieses Sozialstaats. Ich finde aber, dass wir auch bei der Kritik aufpassen müssen und nicht übertreiben dürfen. Es muss uns, denke ich, darum gehen, den Sozialstaat zu verbessern und auszuweiten und egalitärer, solidarischer, demokratischer etc. zu machen. Ja, das ist sozusagen die konstruktive Kritik, die wir zu machen haben. Wir sollten nicht eine Kritik anfangen, irgendwie Sozialstaat ist doch repressiv und scheiße. Es ist dann so, dass Gerd ja darauf hingewiesen hat, auf die Veränderungen in der Sozialversicherung. Auch, also die Sozialversicherungen, die sehr stark darauf ausgerichtet sind, tatsächlich Lebensstandardsicherung zu machen, oder das war mal ihre Aufgabe. Leute kriegten eine Rente, die in einem bestimmten Prozentsatz stand zu dem Einkommen, was sie im Laufe der Zeit ihres Erwerbslebens hatten und nachdem sich auch ihre Rentenbeiträge gerichtet haben. Zielsetzung war, Leute können im Alter so halbwegs ihren Lebensstandard halten, den sie sozusagen gewöhnt waren und den sie sich aus ihrer Sicht auch erarbeitet haben. Und das Rentenniveau wird gesenkt. Dieses wird zurückgefahren in der Form, dass quasi immer mehr Leute in der Perspektive in Richtung Altersarmut rutschen und auf Grundsicherungsniveau gedrückt werden. Das ist aber kein Fortschritt, dass sozusagen diese Reproduktion gewissermaßen von Einkommensverhältnissen, die vorher da waren, darunter gefahren werden. Man muss sich klar machen, dass dieser Teil, diese Sozialversicherungen eben auch am wenigsten repressiv sind. Ne? Die Leute kriegen ihr Geld, ihre Rente und können damit machen, was sie wollen und sind keinen weiteren Bedarfsprüfungen irgendwas unterlegen. Mindestsicherungen sind erstmal bedarfsgeprüft und dafür gibt es auch gute Gründe, sag ich mal gleich, ja? Weil sie werden steuerfinanziert und beruhen nicht auf Beiträgen. Man muss sich bei den Sozialversicherungen sehr klar machen, sie sind die Alternative dazu, dass die Leute dieses Bedürfnis, was sie haben, ihr Einkommen, ihren Lebensstandard zu sichern, auch im Alter, auch wenn sie krank werden oder erwerbsunfähig und so weiter, dass sie das anders, nämlich über private Versicherungen organisieren.
Die Sozialversicherung ist die viel bessere Alternative gegenüber kapitalgedeckter privater Vorsorge. Das ist aber die reale Frage an der Stelle, um die es geht. Und tatsächlich werden ja sozusagen, ist uns ja gleichzeitig Riester-Rente aufgedrückt worden und so weiter. Und es ist praktisch ein Abbau der Sozialversicherung im Interesse der privaten Finanzindustrie und der Finanzkonzerne. Nicht irgendwie, um da mehr Gleichheit herzustellen. Gerade die sozial umverteilenden Sachen in den Sozialversicherungen. In den Sozialversicherungen kann man eben im Unterschied zu einer privaten Versicherung, gibt es da einen Ausgleich für Zeiten oder kann es geben einen Ausgleich für Zeiten von Erwerbslosigkeit? Kann es eine Aufwertung von niedrigen Einkommen geben? Kann es auch, wenn wir das durchsetzen können, eine Abflachung im oberen Bereich geben, ja, von Leistungen, wo dann Leute hohe Beiträge zahlen, aber doch nicht ganz so viel mehr vielleicht an Rente kriegen? Und so weiter. Es gibt keine individuellen Prüfungen des Gesundheitszustands zum Beispiel, ja, und sozusagen gerade die Kranken müssen mehr bezahlen, ja, gibt es in der Sozialversicherung nicht. Also insoweit, das ist die bessere Alternative zu kapitalgedeckten privaten Versicherungen. Das muss man erstmal klar haben, das ist also auch was Positives und Wichtiges. Das Zweite ist in der Tat, der deutsche Sozialstaat hat produziert oder vermeidet nicht in riesigem Maße Armut. Gerade in Deutschland ist die Armutsrisikoquote von Erwerbslosen extrem hoch und ist die Armutsrisikoquote auch von Alleinerziehenden extrem hoch. Das verweist auf gravierende Defizite. Kommen wir gleich zu, wo wirklich viel geändert werden muss im deutschen Sozialstaat. Genau, deutscher Sozialstaat. Es wurde ja hingewiesen darauf, dass wir das alles eigentlich im internationalen Zusammenhang stärker sehen müssen. Ja, in der Tat. Aber auch da darf man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, weil Sozialstaat ist Sozialstaat. Es ist der Staat, der dieses organisiert. Und das ist im Kern der Nationalstaat sozusagen. Also entweder gibt es einen nationalstaatlichen Sozialstaat zunächst mal, oder es gibt nämlich gar keinen. Und das Problem vieler Hinsicht ist, dass dass der Abbau eben darauf hinausläuft, dass es dann gar nichts mehr gibt. Was wir brauchen, ist in der Tat natürlich Veränderungen in der Gestaltung dieses deutschen Sozialstaats. Der muss inklusiver werden, der muss die Eingewanderten einbeziehen. Wir brauchen eine ganz andere Flüchtlingspolitik, das ist nochmal eine weitere Frage. Aber die eigentliche Aufgabe muss eigentlich sein, weltweit, auch in anderen Ländern, soziale Standards, sowas wie einen Sozialstaat zumindest rudimentär zu entwickeln, ja, der natürlich auf dem dortigen Niveau ein Stück weit stattfinden wird. Also es wird dann sozusagen, wie auch die Einkommens- und die Produktivitätsniveaus in anderen Ländern geringer sind, werden natürlich auch soziale Leistungen da niedriger sein. Aber es ist trotzdem extrem wichtig, sie da hinzukriegen, weil es gibt sie eben zum großen Teil in weiten Teilen der Welt fast gar nicht. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die sich da in dem Zusammenhang stellt. Damit, ach so, ja, doch eine Sache noch. Katja hat ja auch viele Ungleichheiten angesprochen, auch bei den Löhnen gibt es die Ungleichheiten, die sozusagen reproduziert werden. Es ist aber das Problem eigentlich die zugrunde liegenden Ungleichheiten. Ja? Der Sozialstaat in der Tat reproduziert da viel, er muss stärker umverteilend, ausgleichend, sozusagen solidarischer ausgestaltet werden. Aber das Grundproblem ist erstmal die massive Ungleichheit in den primären Verhältnissen. Ist die hohe Erwerbslosigkeit, sind die niedrigen Einkommen im unteren Bereich, ist die Ausweitung prekärer Arbeit, ist das Problem, dass sehr viele Leute nicht ordentlich versichert sind. Das muss erstmal geändert werden. Und das hat was mit Machtverhältnissen zu tun, das hat wieder viel mit Kapitalismus zu tun. Wir brauchen da sozusagen eine andere Absicherung der Erwerbsarbeit und eine Entwicklung dahin, dass eben alle auch eine Chance haben, an der Erwerbsarbeit sich zu vernünftigen Einkommen zu beteiligen und auch zu versichern. Also das betrifft ein wichtiges Thema, die zunehmende Zahl von Solo-Selbstständigen. Ja, das ist wichtig, dass die alle versichert werden. Also Bürgerversicherung in der Gesundheit oder Erwerbstätigenversicherung ist da eine ganz zentrale Frage, was natürlich auch heißt, Beitrag zahlen. Vielen Dank, Ralf. Ich bin ganz begeistert, wie sozusagen jede Rednerin oder Redner hier noch eine neue Perspektive einfließt. Du hast das Ganze jetzt nochmal erweitert um die sozusagen reale, aber sicher nicht wünschenswerte Perspektive der privaten Absicherung und der Primärverteilung, die auch sehr wichtig ist in dem Zusammenhang. Ich glaube, jetzt haben wir sozusagen ein ganz rundes Bild der Probleme des bestehenden Systems bekommen.
Wir wollen uns jetzt in der zweiten Runde über Zukunftsvorstellungen, Leitbilder und Kriterien für eine sozial- und geschlechtergerechte sozialstaatliche Reformpolitik unterhalten. Da gebe ich Stefan Lessenich zunächst das Wort. Ja, ich werde es ganz kurz machen. Ich habe auch keinen vorbereiteten Text. Ich werde es deswegen kurz machen, weil wir eigentlich diskutieren wollen und weil jetzt gerade mit dem Kollegen Krämer schon Pfeffer in die Sache gekommen ist, weil er hier gegen Positionen Stellung bezogen hat, die bisher noch gar nicht geäußert wurden. Und da möchte ich jetzt die Diskussionsrunde nachher möglichst lange gestalten, wenn das geht. Deswegen würde ich es ganz knapp machen. Zukunft. Es ist erwähnt worden, Zentralwert für mich eines zukünftigen Sozialstaats ist seine demokratische Qualität. Katja hat schon gesagt, dass Sozialstaatlichkeit ein Fundament, das materiale Fundament von Demokratie, einer wirklich gelebten und lebbaren Demokratie auch ist. Das heißt aber umgekehrt auch, dass der Sozialstaat in seinen Strukturen, der Sozialstaat in seinen Strukturen demokratisiert werden muss, radikal demokratisiert werden muss. Es wurde schon erwähnt, ich habe da mal was geschrieben über den demokratischen und universalistischen Sozialstaat. Daran kann ich anknüpfen. Zwei Punkte sind mir da zentral. Erstens die Leitidee gleicher Berechtigung. Also es geht um eine egalisierende Umverteilung von Lebens-, Handlungs- und Mitbestimmungschancen in Gesellschaft. Und der Sozialstaat muss so ausgestaltet sein, dass die Möglichkeiten der gleichen Lebens-, Handlungs- und Mitbestimmungschancen maximiert wird. Und das Zweite neben der gleichen Berechtigung wäre aus meiner Perspektive, knüpft an das, was ich in der vorigen Runde gesagt habe, die Entnationalisierung von sozialer Berechtigung in dem Sinne, dass das Konzept der Sozialstaatsbürger und Bürgerinnenschaft ausgeweitet werden muss und die Zugangschancen von Wohnbevölkerung auf dem Territorium des deutschen Sozialstaats ausgebaut werden muss. Was wären entsprechende Reformperspektiven und Schritte? Einerseits denke ich, was Not täte, wäre eine graduelle, inkrementelle, schrittweise Maximierung der Minima in allen sozialen Sicherungssystemen mit dem Fluchtpunkt eines bedingungslosen Grundeinkommens als Ziel, also die Minima auszubauen und ihre Repressivität und Bedarfsgeprüftheit so weit wie möglich schrittweise zurückzufahren. Das wäre das eine. Und das andere wäre eben die Ausweitung der Berechtigungskriterien. Das heißt, in allen sozialen Sicherungssystemen, auch in den Fürsorgesystemen, eine konsequente Umstellung von Staatsbürgerschaft auf Wohnbevölkerung und hier eine möglichste Gleichverteilung von Zugangschancen. Und über den deutschen Sozialstaat hinaus gedacht, müsste sich ein demokratischer Sozialstaat für eine Idee globaler sozialer Rechte einsetzen. Dazu kann ich gerne später noch etwas sagen. Ich belasse es dabei, um möglichst viel Zeit für die Diskussion zu lassen und hoffe, dass meine Mitrednerinnen dasselbe tun. Das übt jetzt enormen Druck auf die nachfolgenden Rednerinnen und Redner aus. Insofern sehr gut, dass wir dich zuerst dran hatten, Stefan. Gerhard Becker. Ja, ich glaube nicht, dass ich das ganz einlösen kann und werde und will. Neun Thesen aus meiner Sicht nochmal anknüpfen an das, was ganz zu Anfang gesagt worden ist, aber sehr wichtig. Der Sozialstaat ist mehr als soziale Sicherung, ist mehr als Einkommensübertragung. Sozialstaat meint in toto die Gestaltung und Ordnung des Arbeitsmarktes, eine verteilungsgerechte Finanzierung, ein bedarfsgerechtes, quantitativ und qualitatives ausreichendes System an gesundheitlichen, medizinischen, rehabilitativen und pflegerischen Versorgungseinrichtungen sowie kommunale Daseinsvorsorge. Also dieses Gesamtensemble muss man in den Blick nehmen, auch wenn wir uns hier primär über Einkommenstransfers oder Einkommensübertragung unterhalten. Zweiter Punkt ist, diese gesundheitlichen und sozialen Dienstleistungsangebote sowohl von den Bereichen der Sozialversicherung als auch im kommunalen Kontext sind im Prinzip erstmal nicht mal statussichernd. Ja, die gesetzliche Krankenversicherung ist ein System, was im hohen Maße umverteilt und nicht in das Diktum fällt, wie es gerade eben gesagt worden ist, der Statussicherung. Das bezieht sich eigentlich im Wesentlichen auf die Rentenversicherung und absolut minimal heutzutage nur noch auf die Arbeitslosenversicherung. Und hier kommt es darauf an, allen Bürgern, allen Menschen in diesem Lande, also auch Nicht-Deutsche eingeschlossen, unabhängig vom Alter, Geschlecht, diese Leistung zur Verfügung zu stellen. Und damit aber auch den Trend der Privatisierung und Ökonomisierung dieser Systeme aufzuhalten. Und hinzu kommt eben auch
die Überwindung der strukturellen Finanznot der Kommunen. Besonders problematisch im deutschen Sozialstaat weist sich hierbei aus, die im Grunde auch im europäischen Vergleich einmalige strikte Trennung zwischen gesetzlichen Systemen, gesetzlicher Krankenversicherung, gesetzlicher Pflegeversicherung und privaten Systemen, privater Kranken- und Pflegeversicherung, die nicht nur zu extremen Verteilungsungerechtigkeiten führt, sondern auch zu einer sehr selektiv qualitativen Versorgungssituation. Dritter Punkt. In einer hochentwickelten Marktgesellschaft, wie wir leben, müssen soziale Dienstleistungsstrategien und Einkommensstrategien sich wechselseitig ergänzen und können sich nicht ersetzen. Auch der Gegensatz, den ich gerade eben beschrieben habe, zwischen investiver bzw. präventiver Sozialstaatlichkeit auf der einen Seite und kompensatorischen oder passiven Leistungen auf der anderen Seite, führt meines Erachtens in die Irre. Wir brauchen beides. Natürlich ist es besser, Risiken vorzubeugen, wie Arbeitslosigkeit, Armut, Krankheit, Invalidität, Qualifikation und so weiter, als zu heilen. Aber es ist ebenso notwendig, allen, und ich betone allen Menschen, bei entstandenen Problemen und Risiken unabhängig von den Ursachen, eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Wohlstand zu ermöglichen. Viertens, diese Gewährleistung der Teilhabe und Verteilungsgerechtigkeit ist aus meiner Sicht eine grundlegende Voraussetzung einer sozialen Demokratie und ein Bürgerrecht, denn nur so kann individuelle Freiheit und Lebensgestaltung für jeden und für jede ermöglicht werden. Dabei geht es zum einen um die armutsfeste Ausgestaltung der sozialen Sicherung, zum anderen aber auch um die Sicherung von Einkommenskontinuität im Lebensverlauf. Ich bin skeptisch, ob dieser negativ akzentuierte Begriff der Statussicherung wirklich die positive Wirkung einer Lebensstandardsicherung exakt fasst. Lebensstandardsicherung heißt für die große Masse der Arbeitnehmer, dass insgesamt eine Gewährleistung von individuellen Lebensplänen im Lebensverlauf, auch bei Übergängen, bei Übergangsphasen im Lebensverlauf gewährleistet werden kann und ist deswegen ein ganz wichtiger Punkt zur Gestaltung der individuellen Freiheit. Fünfter Punkt, eine residuale soziale Sicherung, die sich nur auf die Grundsicherung oder auf die Einkommensarmutabdeckung beschränkt, wie hoch auch immer, ist und den zweiten Bereich, nämlich die Einkommenskontinuität, die Lebensstandardsicherung gewissermaßen dem privaten Sektor überlässt, das ist ja gerade schon von Herrn Krämer darauf hingewiesen worden. Dieser private Sektor ist wesentlich stärker äquivalenzorientiert, als der Sozialversicherungssektor es sein kann. Hier werden in der Tat die Bevorteilungen bzw. die Benachteiligungen auf die Spitze getrieben. Sechster Punkt, ein ausgebauter Sozialstaat, darüber müssen wir uns klar sein, wie wir ihn wollen, kann nie ein billiger Sozialstaat sein. Umso wichtiger ist eine gerechte Finanzierung im Mix aus Steuer- und Beitragsfinanzierung. Solidarität ist der Grundpfeiler des Systems der sozialen Sicherung. Das setzt voraus eine Finanzierung, die alle erfasst. Insofern nur als Stichworte, ohne das jetzt auszuformulieren, Stichworte Bürgerversicherung im Bereich Pflege und gesetzliche Krankenversicherung und Erwerbstätigenversicherung im Bereich der Alterssicherung und Rückführung eben der Privilegierung der privaten Vorsorge, die nicht nur gescheitert ist, sondern auch erhebliche Geldmittel erfordert. Siebte, im gesamtwirtschaftlicher Sicht kann es eine Abkopplung von Einkommen und Arbeit nicht geben. Wenn man sich das Sozialprodukt anschaut, dann sind ungefähr 70% des Sozialproduktes entsteht durch abhängige Arbeit, also durch Einkommen. Der Rest sind Einkommen aus Gewinn und Vermögen. Wer also etwas verteilt, muss zwingend auch vom Arbeitseinkommen der anderen etwas abnehmen. Auch das bedingungslose Grundeinkommen entgeht dieser gesamtwirtschaftlichen Notwendigkeit ist. Je höher es ist, umso universalistischer es ist, umso mehr muss vom Markteinkommen reduziert werden bzw. wechselseitig verrechnet werden. Bitte? Ja, ob das wollen. Ich habe nicht verstanden, was?
Ja, das stimmt. Das wollen wir aber. Ja, ja. So, vom Markteinkommen, aber auch natürlich der abhängig Beschäftigten. Ja, wir haben keinen, der aus Abu Dhabi uns das Geld gibt, sondern wir müssen es natürlich auch von den Lohn- und Einkommensbeziehern nehmen. Insofern ist das entweder eine Verrechnung von vornherein, insofern nicht bedingungslos, oder aber im Nachhinein werden entsprechende Steuern erhoben. Der achte Punkt, so wichtig es ist, eine garantierte Grundsicherung ohne Stigmatisierung und Disziplinierung zu erreichen, bei einem sehr hohen Leistungssatz und bei der Beibehaltung der Sozialversicherungssysteme und des gesamten Bereichs der sozialen und kommunalen Dienstleistungen lässt sich das schwerlich finanzieren. Auch kann aus meiner Sicht ein pauschales System spezifische Bedarfe keinesfalls abdecken. Und auf der anderen Seite kann bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung nicht völlig vom Haushaltszusammenhang abgesehen werden. Das richtet sich hier vor allem nach rechts. Das würde nämlich dazu führen, dass Paare gegenüber Alleinstehenden erheblich vergünstigt würden. Neunter und letzter Punkt. Man kann lange darüber streiten, ob das Grundeinkommen wirklich individuell bedingungslos sein kann und sein soll. Ich will diesen Streit hier gar nicht anheizen, weil letztlich lässt sich hier keiner überzeugen. Da sind die Meinungen vorgeprägt. Ich bin auch müde geworden, mich darüber zu streiten, sondern ich plädiere stattdessen dafür, sich einzusetzen für eine Reform des SGB II bzw. SGB XII, die diesen Namen verdient. Von hohen Leistungssätzen zu reden und von völliger Sanktionsfreiheit ist das eine, sich dafür einzusetzen, dass der Regelbedarf nicht wie zum 1.1. dieses Jahres um 8 Euro auf 399 steigt, sondern stärker steigt, das ist das andere. Über Sanktionen zu reden, ist das eine, sich dafür einzusetzen, dass die bisherige Praxis der Sanktionierung, insbesondere von Jugendlichen, aufhört, das ist das andere. Und deswegen plädiere ich dafür, in eine Reformstrategie bei diesen Punkten abzusetzen, statt sich letztlich unverbindlich oder letztlich auch müßig über weitergehende Ziele zu streiten und zu unterhalten. Vielen Dank. Dankeschön, ich bin beeindruckt, 9 Punkte in so kurzer Zeit. Jetzt trifft es sich sehr gut, dass Katja direkt antworten darf. Bitte schön. Ja, ich habe eine lange Liste von Alternativen, wo ich glaube, es bei uns einen breiten Konsens gibt. Rentenversicherung für alle, Kindergrundsicherung, Arbeitszeitverkürzung. Im Sinne von Stefans Plädoyer kürze ich das jetzt und gehe gleich rein in die Kontroverse. In Ankündigung zu dieser Veranstaltung werden ja die Kritikerinnen des Grundeinkommens zitiert mit: Die Forderung eines bedingungslosen Grundeinkommens sei illusorisch und spaltend und gehöre nicht in das Programm einer linken sozialistischen Partei. Nun gibt es einen Kompromiss im Parteiprogramm, hinter dem ich sehr stehe, auf den ich auch überall hinweise. Aber diese zitierte Kritik möchte ich nicht unwidersprochen stehen lassen, zumal wir auch Kontroverse beschlossen haben. Und deswegen gehen wir jetzt genau rein. Also zum Vorwurf, das sei spaltend. Jetzt könnte ich es im Gegenzug mir einfach machen und sagen, wer allein durch Teilhabe auf Erwerbsarbeit setzt, betreibt Spaltung. Aber irgendwie schaffe ich es nicht, darauf zu setzen, denn ich musste bei diesem Vorwurf sofort spontan an eine Szene aus dem Leben des Breins denken, wo die Volksfront von Judäa der jüdischen Volksfront, oder war es umgekehrt, Spalterei vorwirft. Also ich finde immer, wenn man in linken Kreisen Spalterei ruft, karikiert man zuallererst sich selbst. Vielmehr meine ich, dass das gibt es viele Argumente, die fürs Grundeinkommen sprechen. Ich kann auch einiges kurz fassen, weil die BAG Grundeinkommen so ein wunderbares Heft zu Risiken und Nebenwirkungen rausgebracht hat. Die haben draußen auch einen Stand, wo man das noch vertiefend nachlesen kann. Deswegen nur etwas im Abriss. Das bedingungslose Grundeinkommen ermöglicht wirklich das Recht auf selbstbestimmte Tätigkeit. In Freiheit tätig sein, so lautet nicht umsonst der Titel vieler Grundeinkommensveranstaltungen. Hinzu ein zweites Argument: Man muss sich mal eine Gesellschaft vorstellen, wo jeder sicher im Monat, die Berechnungen sind unterschiedlich, 1.000 oder 1.050 Euro hat. Das sind doch die Möglichkeiten, die eigene Erwerbsarbeitszeit zu reduzieren, viel besser. Das heißt also, das BGE ist ein Katalysator für Arbeitszeitverkürzung und damit auch für eine gerechtere Verteilung der Tätigkeiten. Drittens, man kann auch mit einer sanktionsfreien Mindestsicherung ein Großteil von Existenzangst ausschließen. Jedoch ist unsere Beobachtung, dass Bedarfsprüfung immer auch noch einhergeht mit verdeckter Armut. Deswegen garantierte
materielle Absicherung ermöglicht Freiheit von Existenzangst. Und ich will hier Pierre Bourdieu zitieren, er hat ja gesagt, es bedarf eines Minimums an Gestaltungsmacht über die Gegenmacht, über die Gegenwart, um überhaupt die Idee in Betracht zu ziehen, die Gegenwart unter Bezugnahme auf eine erhoffte Zukunft umzugestalten. Und ich glaube, es ist auch ein starkes Mittel gegen Prekarität. Und das vierte und für mich zentralste Argument, das ich auch immer spreche, ist, ich glaube, das Grundeinkommen ist die konsequenteste Umsetzung unserer Vorstellung von Demokratie. Weil, ich fange mal bei mir an, als Abgeordnete, ich bekomme eine recht stattliche Diät dafür, dass ich politisch tätig bin. Jetzt ist aber unser Verständnis von Demokratie ja nicht, dass nur die Berufspolitiker und Abgeordneten tätig sind, sondern jeder müsste dazu in der Lage sein und übrigens ganz unabhängig davon, welche T-Shirts er trägt und sozusagen wie sein Erfolg auf dem Arbeitsmarkt ist und im Übrigen, wie untertänig und gefolgsam er sich auf irgendeinem Amt präsentiert hat. Deswegen übersetze ich das gerne, das ist vielen hier bestimmt bekannt, das Grundeinkommen auch als Diätenleid für alle. Und weil das nicht überall spontan auf Zuspruch stößt, finde ich, lohnt mal ein Blick zurück in historische Debatten. Weil als in den Anfängen der Demokratie in Griechenland ein Tagegeld eingeführt wurde für all diejenigen, die zu den Volksversammlungen kommen, gab es großen Aufruhr. Also als Perikles das im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in Athen einführen wollte, waren die konservativen Athener schwer empört. Die Aufzeichnungen besagen, dass Sätze fielen wie: Alle Müßiggänger und Faulpätze werden sich um die Krippen des Staates drängen und kein anständiger Mensch wird noch in der Lage sein, in solcher Gesellschaft uneigennützig dem Allgemeinwohl zu dienen. Soweit die Befürchtung der Konservativen. Inzwischen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass der Staat Angestellte und Abgeordnete bezahlt. Und wir können über die Entrüstung der Athener damals heute nur lächeln. Sicherlich, es gab und gibt auch vereinzelt faule Abgeordnete, aber auch das hat die Demokratie irgendwie verkraftet. Und womöglich werden wir die Abwehrkämpfe, die heute gegen eine Demokratiepauschale für alle geführt werden, irgendwann auch genauso amüsiert sehen. Und abschließend noch eine strategische Differenz wollte ich gerne mit dir aufmachen. Und zwar, ich halte es für vollkommen falsch, den Kampf für eine grundlegende Sanktionsfreiheit in Kontroverse zu stellen, so zum Beispiel im Kampf gegen die besonders scharfe Sanktionierung bei den unter 25-Jährigen. Unsere Erfahrung bezeigt genau das Gegenteil. Wenn wir so bescheiden gewesen wären als Linke und im Bundestag gesagt hätten, naja, wir fordern mal nur, dass die schlimmste Sanktionierung abgeschafft wird, dann gelingt es vielleicht, dass die SPD darauf einschwenkt. Wäre das wirklich passiert? Also ich habe es mal probiert und bin mit einer sehr bescheidenen Forderung reingegangen. Ich habe nur eine Weihnachtsbeihilfe gefordert für die Ärmsten. Es war jetzt nicht so, dass dann die CDU gesagt hat, ja, Frau Kipping, Sie sind heute so bescheiden, da geben wir Ihnen mal recht. So, wir haben das Gegenteil erlebt. Wir haben als Linke forsch und frech die Abschaffung aller Sanktionen gefordert im SGB II und haben dann erlebt, dass bei den Anhörungen, die wir dazu hatten, auf einmal die SPD anfing zu sagen, naja, das geht ein bisschen weit, aber bei den U25-Sanktionen, bei den Sanktionen der Kosten der Unterkunft, da haben Sie recht, da müssen wir ran, das müssen wir verändern. Also kurz und gut, wenn wir kleine Verbesserungen erreichen wollen, dürfen wir nicht nur kleine fordern, sondern wir müssen den Mut haben, eine weitere Perspektive in Angriff zu nehmen, auch damit die Zukunft deutlich anders wird. Vielen Dank. Danke, Katja. Ralf, du hast das Wort. Ja, ich finde diese Sache mit dem Grundeinkommen, auch den Kompromiss im Grundsatzprogramm, dass wir das kontrovers diskutieren und weiterhin kontrovers diskutieren, richtig. Von mir ist aber auch der Satz mit dem spaltend, weil da muss man, glaube ich, einfach ernsthafter diskutieren. Es ist so, es gibt erhebliche Teile der Partei, die das Grundeinkommen, das Bedingungslose, darum geht es ja, dass jeder Mensch genug Einkommen haben soll, um ordentlich leben zu können. Und zwar dann, wenn entweder über eigene Erwerbsarbeit oder andere Quellen oder wenn das eben nicht der Fall ist, dann über soziale Sicherung. Aber es geht ja um das Bedingungslos für alle. Ja? Und es gibt eben andere, die finden das für eine etwas illusorische und desorientierende Vorstellung und es
es wird da keine Einigung geben und insoweit ist das tendenziell spalterisch, wenn man das immer hochzieht. Und ich finde es auch ein bisschen nervig, wir hatten das vorhin schon, man kann nicht über irgendwelche Sachen mal vernünftig reden. Es gibt ganz viele Fragen zu diskutieren bei der Zukunft und Entwicklung des Sozialstaats, genau wie vorhin bei der Frage der Zukunft der Arbeit, ohne sozusagen ständig den meisten Teil der Diskussion über das Grundeinkommen zu verplempern. Aber gut, machen wir das. Sage ich dann auch erstmal was zum Grundeinkommen. Ich denke, man muss sich klar sein, ein Grundeinkommen kann nur funktionieren, wenn überhaupt, wenn die allermeisten weiterhin erwerbstätig sind und wenn dadurch Einkommen erwirtschaftet werden und hohe, sehr hohe Steuern und Abgaben gezahlt werden, um dann daraus das Grundeinkommen zu finanzieren. Je weniger Leute erwerbstätig sind und Einkommen erzielen und daraus entsprechende Steuern zahlen, desto weniger kann man ein Grundeinkommen bezahlen. Mit anderen Worten, es funktioniert nur, wenn 90% es gar nicht brauchen. Und wenn es für 90% bedeutet, man steckt ihnen das Geld in die eine Tasche rein und zieht es aus der anderen Tasche raus, damit man es da reinstecken kann. Und das ist mit einer Menge Probleme verbunden, weil es eben zu hohen Abgabenbelastungen im Grenzbereich führt. Also jeder zusätzliche Euro dann irgendwie 60% oder so besteuert werden muss. Und natürlich dann auch alle bereit sein müssen, diese Abgaben zu zahlen. Und natürlich auch, man überhaupt nicht irgendwie ohne Kontrollen und sowas dabei auskommt, weil ich nämlich befürchte, wie das auch so schon der Fall ist, dass das eben nicht alle Leute freiwillig so dem Staat rüberreichen, sondern dass das natürlich ein gesetzlicher Zwang ist, diese Steuern und Beiträge zu zahlen und dass das auch kontrolliert werden muss, kommt man so oder so nicht drum rum und nicht raus. Gut, und ich denke schon, dass es auch in den Punkten, um die es wirklich geht, also wo es reale Veränderungsmöglichkeiten gibt und wo es reale Angriffe auch der anderen Seite gibt, genug Punkte gibt, über die man diskutieren muss. Aber wir diskutieren dann, sagen wir mal, hier Kontroversen unter uns, die es auch auf der Ebene drunter gibt. Familienunterhalt ist angesprochen worden. Ich finde die Bedarfsgemeinschaften, wie sie gehandhabt werden, auch völlig unerträglich. Es kann nicht sein, dass Leute bloß, weil sie zusammenwohnen, sozusagen füreinander haftbar gemacht werden. Aber ein bisschen anders sieht die Sache aus, wenn diese Leute verheiratet sind. Und ein bisschen anders sieht es aus, wenn es sich um Kinder und Eltern handelt. Weil ich denke, wir können nicht ignorieren, dass die Mehrheit der Bevölkerung davon ausgeht, zum Beispiel, dass die Eltern was mit ihren Kindern zu tun haben und dafür zuständig sind, sie zu versorgen und dass es da Unterhaltsansprüche andererseits der Kinder gegenüber den Eltern gibt. Also wenn die Eltern nicht für ihre Kinder sorgen, haben die Kinder Ansprüche gegen ihre Eltern. Und die sind erstmal vorrangig. Der Staat muss, finde ich, im Zweifelsfall immer den Kindern dann zahlen und das Geld bei den Eltern eintreiben. Aber es sind die Eltern verantwortlich. Und wenn Leute heiraten, es tut mir ja alles leid, wenn man sich liebt, kann man heiraten, muss man aber nicht, aber wenn man heiratet, muss man sich klar sein, das ist ein Rechtsgeschäft sozusagen. Da wird ein Vertrag gemacht, sogar vorm Standesamt, da wird ordentlich unterschrieben und da sind die Zeugen dabei. Und das hat Auswirkungen, Auswirkungen auf die soziale Sicherung, da gibt es sowas im Normalfall wie Zugewinngemeinschaft und Unterhaltsverpflichtungen, das ist so. Man muss das ja nicht haben, man kann das von mir aus auch abschaffen, aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Bevölkerung das besonders gut fände und dass das dem realen Stand des Bewusstseins und der Lebenspraxis entspricht. Was ich gut fände übrigens, weil es in Frankreich angeblich gibt, irgendwie so eine Art Eheleid oder sowas, ja, wo man dann auf bestimmte Sachen verzichtet. Aber dann verzichtet man bitteschön von mir aus auch darauf, dass es irgendein Privileg bei der Erbschaftssteuer zum Beispiel gibt und im Erbrecht. Ja. Also Sachen, die da dranhängen. Kann man drüber reden, aber muss man wissen, was man tut. So, dann Pauschalierung, finde ich auch richtig, was Gerd gesagt hat. Es sollte keine Pauschalierung geben. Ich kann jemandem, der sagen wir mal, 1500 Euro verdient und dafür heftig arbeitet und davon dann Steuern bezahlt und Beiträge bezahlt, nicht erklären, dass man sozusagen jetzt, ich rede jetzt über bedarfsabhängige Sicherung, dass man jemandem bedarfsabhängig 1000 Euro gibt, weil er oder sie kein Einkommen hat, aber zum Beispiel ein Eigenheim, in dem er oder sie wohnt und was nicht angerechnet wird. Ja? Und wo sozusagen dann Leute für andere zahlen, denen es viel besser geht und die zahlen nichts. Das kannst du einem nicht erklären. Und ich denke, dass man also zum Beispiel solche Fragen, andere Einkommen und vor allem auch Wohnkosten und wer sozusagen ein eigenes Häuschen hat und wenig Wohnkosten hat, kann nicht genauso viel Geld kriegen wollen wie jemand, der 600 Euro Miete zahlen muss. Muss man, glaube ich, berücksichtigen zum Beispiel. Und ein letzter Punkt noch, der mir wichtig ist, soziale Dienstleistungen ist nicht das Hauptthema, aber auch da kommt es darauf an, dass die ordentlich gestaltet werden. Und zwar, da kommt es auch nicht am Sozialstaat vorbei. Ich rede jetzt mal von Bildung und Kitas zum Beispiel, weil das ein Punkt ist, der mir allmählich manchmal auf den Geist geht, bei einigen Leuten, jetzt nicht hier anwesend, die sind natürlich alle ausgeschlossen, aber es gibt so ein komisches Phänomen. Es gibt so ein Phänomen, dass dann alle plötzlich, zum Beispiel bei Kitas,
in so Städten wie Berlin es irgendwie prima finden, dass es doch ganz viele private Kitas gibt und ganz viele nicht öffentliche und es auch ganz prima finden, dass man sich das aussuchen kann. Und dann plötzlich ihre schon immer gehegte Sympathie für die evangelischen Kitas entdecken, dabei haben sie mit der Kirche nichts weiter zu tun oder für das Montessori oder sonst was Konzept. Und ich mal die These wagen würde, es ist überhaupt kein Zufall, dass das Ergebnis dabei ist, dass du einerseits die öffentlichen Kitas hast mit 70% oder 80% migrantischen Kindern und andererseits die schönen evangelischen und irgendwie sonst was privaten, wo in vielen dann der Migrantenanteil minimal ist, vor allem eben, oder wenn da Migrantinnen drin sind, dann sind es Italiener und Spanier und Engländer, aber keine Türken, Araber und Ähnliches. Und das ist auch eine Art von Rassismus, sage ich mal, die sich dann ein Teil der Bevölkerung reintut, weil man will ja seinen eigenen Kindern nur das Beste, der am selben Tag sozusagen für Ausländerfreundlichkeit demonstriert. Also ich will damit sagen, ich bin dafür, das muss man regeln. Man muss hinkriegen, dass es eine soziale Durchmischung gibt. Und da kann nicht das Prinzip sein, jeder geht nur dahin und macht, was er will. Ich will ja Kontroversen hochziehen. Vielen Dank, Ralf. Ich denke, das ist dir gelungen. Hannelore, du hast jetzt die schwierige Aufgabe, uns jetzt erstmal wieder sozusagen aus der eng geführten Kontroverse um das bedingungslose Grundeinkommen vielleicht auch wieder ein bisschen rauszuholen. Aber vielleicht kannst du ja gerade aus der frauenpolitischen Perspektive da auch ja, sozusagen Ansatzpunkte in beiden Dimensionen finden. Oder was ist deine Antwort? Wie muss ein Sozialstaat zukunftsgerecht und geschlechtergerecht gestaltet werden? Ja, vielen Dank. Also wenn ich jetzt auch nochmal bei der Bedarfsgemeinschaft anfange, dann haben Frauen da doch nochmal ein anderes Problem. Also ich habe eben gehört, dass der Kollege Lesse nicht gesagt hat, Wohnbevölkerung, also das heißt alle, die hier sind, sollen jetzt in soziale Versorgungsleistungen mit aufgenommen werden und dann fällt mir dann ein, dass wir eben eine ganze Reihe von Frauen in Deutschland haben, die da auch nicht drin sind, weil sie eben verdienenden Mann haben, egal ob man jetzt verheiratet ist oder nicht, also was sich ja in der Bedarfsgemeinschaft auswirkt und was sich dann aufgrund ihres Nichtanspruches, der sich daraus ergibt, dann auch noch daraufhin auswirkt, dass sie dann auch einen verschlechterten Zugang zum Arbeitsmarkt haben, weil dann die Förderung und Unterstützung durch das Arbeitsamt oder durch das Jobcenter entfällt. Also da würde ich mal sagen, dann ich möchte gerne erstmal an dieser Stelle anfangen und sagen, dass dieser Teil der Bevölkerung, für den wir einen grundgesetzlichen Gleichstellungsanspruch haben, dass der dann erstmal diese gleichen Rechte hat. Und das bedeutet zum Beispiel für die Bedarfsgemeinschaft, dass wir von dieser Vergemeinschaftung abkommen müssen, die ja die Bedürftigkeit verdeckt, dass hier individuelle Rechte und Pflichten eingesetzt werden müssen. Und Ralf, jetzt ist natürlich, also ich, sagen wir mal, ich fühle mich jetzt an frühere Zeiten erinnert. Es muss jetzt kommen. Und zwar denke ich, also ich finde, dass wir einer Frau, die arbeitslos ist, durchaus ihre 400 Euro Hartz IV zahlen könnten, weil wenn sie verheiratet ist und der Mann verdient, dann kriegt das Ehepaar das unter Umständen auch. Aber eben nicht sie bekommt das, sondern er bekommt das durch die Steuerersparnis, die er hat in der Steuerklasse 3. Ne, so. Und also da wird sozusagen die Bedürftigkeit der Frau umgesteuert. Da kriegt der Mann das, damit er seine Versorgungsverpflichtung erfüllen kann. Ne? Also werden wir jetzt hier, wir werden das auch nach diesen 8 Jahren nicht werden wir das nicht austragen. Also das heißt, das ist auch einer der Ansatzpunkte der Frauenpolitik, dass wir unbedingt die Ehegattenbesteuerung verändern müssen. Anfangen sollte man ganz dringlich mit der Abschaffung der Steuerklasse 5, wenn beide Ehepartner verheiratet sind. Und das würde für mich dann auch bedeuten, dass wenn die Frau dann arbeitslos wird und der Mann dann nicht in die Steuerklasse 3 geht, sondern dass sie dann eben auch Anspruch hat auf Arbeitsmarktleistungen. Also das wäre für mich schon ein wesentlicher Punkt der Gleichstellung. Aber das Problem ist halt, dass unserer Politik in Deutschland ein ganz klares Ziel der Gleichstellung fehlt, insbesondere wenn man den Unterpunkt jetzt betrachtet, Eigenständigkeit von Personen, auch innerhalb einer Ehe und dann vor allen Dingen auch die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen. Und wir haben einfach eine ganze Reihe von Regelungen, die das unterläuft. Also Unabhängigkeit von Frauen wird in der Existenzsicherung
unterlaufen. Unabhängigkeit wird dadurch unterlaufen, dass wir eben solche Regelungen wie den Minijob haben, dass man da abhängig bleiben muss, weil das reicht einfach nicht zum Einkommen und zur eigenständigen Existenzsicherung. Und wir also den Unternehmen auch noch mit dieser Regelung ermöglicht haben, durchgängige Personalkonzepte zu schaffen, die genau darauf zugeschnitten sind. Also der Minijob hat, das sind ja 7 Millionen Beschäftigte, davon sind 5 Millionen Frauen und es sind fast alles verheiratete Frauen. Also das heißt, dass dieses Konzept mit Lohndumping und an Verfügbarkeitsanforderungen an die Beschäftigten und die Zuordnung zur Randbelegschaft, das ist ein typisches Personalkonzept für verheiratete Frauen. So, nun kann man sagen, die wollen das immer so, stimmt auch, aber nur, weil sie unter diesen gegebenen Bedingungen das auswählen, weil also die Gesetzgebung so ist, dass das für das Ehepaar finanziell lukrativer ist. So, und das heißt also, die Forderung muss ganz klar sein, dass unsere Politik anders ausgerichtet wird. Die Überschrift für diese Fragerunde war ja auch Leitbilder. Also wir brauchen ein Leitbild der Gleichstellung tatsächlich zwischen Männern und Frauen, was eben auch in der sozialen Sicherung sich dann auswirkt. Also, wir werden auch eine zukunftsgerichtete Anforderung haben in Bezug auf die unbezahlte Arbeit. Wir stehen jetzt im Moment vor dem Punkt, wo eine neue Entscheidung getroffen wird für die Zukunft, was in Zukunft alles unbezahlt in der Familie geleistet wird. Eine Begründung dafür ist der demografische Wandel. Eine Begründung liegt aber auch in der Reform der Pflegeversicherung, die ja immer darüber auch bestimmt hat, was privat zu erbringen ist an Pflegeleistungen und was nicht. Es wird so sein, dass die bevorstehende Reform der Pflegeversicherung die professionellen Dienste und das Ehrenamt an haushaltsnahen Diensten ausweiten wird, weil dafür Gelder zur Verfügung gestellt werden. Und unsere frauenpolitische Forderung ist, dass diese Regelungen so ausgestaltet werden müssen, dass sie eben nicht weiterhin nur unbezahlt erbracht werden, diese Leistungen, sondern dass wir hier tatsächlich auch professionalisieren. Das muss genau festgelegt werden. Ich denke dann zum einen an das Einkommen der Frauen, an die Möglichkeit, einen ordentlichen Arbeitsplatz zu haben. Ich denke aber auch an das Wachstumspotenzial durch die Erfassung von Löhnen im Bruttoinlandsprodukt und auch die daraus entstehenden Einnahmen für die Steuer und für die Sozialversicherung. Und das ist ganz erheblich, was da zustande kommt. Man hat mal die Elke Holst hier in Berlin hat mal eine Berechnung gemacht und hat durch Anschubfinanzierung für Kinderbetreuung mal errechnet, dass also da 1 Milliarde Investition in solche Jobs sich in kürzester Zeit sozusagen für den Staat amortisiert, indem da eben auch Steuern und Sozialeinnahmen wieder eingenommen werden. Das, denke ich, ist eine sehr gute Perspektive. Und der dritte Punkt, den ich hier noch anführen möchte, das geht eben auch in eins meiner Lieblingsthemen, nämlich die soziale Sicherung im Alter. Ich möchte den schon genannten Umsteuerungsnotwendigkeiten in Bezug auf die Finanzierung der privaten und also der kapitalgedeckten Altersvorsorge, das möchte ich nochmal unterstützen, weil wir haben heute einen sehr dogmatisch festgesetzten Beitragssatz für die gesetzliche Rente, der auch deshalb zu dem abgesenkten Rentenniveau führen wird, weil man eben Beträge aus der Steuerfinanzierung, die der gesetzlichen Rente und der breiten Altersvorsorge und Alterssicherung zugutekommen würden, umgelenkt hat in die Kassen der Unternehmen, die das heute anbieten, während wir heute genau wissen, dass ein Großteil dieser Versicherungsverträge bei den alten Leuten dann gar nicht ankommt, weil eben der Kapitalmarkt sich so entwickelt hat und weil halt auch die Gewinnerwartungen und Verwaltungskostenabrechnungen dazu führen. Das sollten wir wieder ändern. Denn es sind, also beispielsweise wird ja erwartet, dass Beschäftigte 8% ihres Bruttoeinkommens in eine private Riester-Rente einzahlen zukünftig. Ich würde gerne diese 8% in die gesetzliche Rente einzahlen dürfen. Vielen Dank, Hannelore.
Wir haben leider natürlich sehr wenig Zeit, aber ich will uns jetzt doch hier oben noch mal etwas in die Kontroverse bringen. Ich möchte aber, Sie melden sich, Gerhard Becker, Sie kommen auch auf jeden Fall dran. Ich möchte aber zunächst mal Katja fragen. Sowohl im Beitrag von Ralf Krämer als auch im Beitrag von Gerhard Becker klang ja an, dass es Gerechtigkeitsvorstellungen gibt, die auf Leistungsgerechtigkeit beruhen, die einerseits in der Bevölkerung auch tief verankert sind. Also das Beispiel war die 1500 Lohn. Wie verhält sich das dann zu der bedarfsorientierten Mindestsicherung? Bei Gerhard Becker klang noch an, auch, oder ich weiß nicht, ob bei dir auch, war, glaube ich, auch enthalten, diese Frage, haben nicht Sozialversicherungsansprüche eine viel höhere sozusagen Robustheit gegenüber politischen Eingriffen? Also einerseits diese Gerechtigkeitsvorstellung, andererseits die Vorteile einer Sozialversicherung auch gegenüber politischen Eingriffen. Was entgegnest du denn solchen Einwänden? Also zum einen, ich habe mich ja auf die Kontroverse fokussiert, würde aber, das haben wir auch gemeinsam entwickelt, die Position natürlich vertreten, dass die Architektur von sozialer Sicherung aus verschiedenen Etagen besteht. Also unten eine Etage universeller Leistung, die jeder bekommt, eine Etage freier, zugänglicher, öffentlicher Güter wie kostenloser Nahverkehr und dann darauf natürlich je nach Einzahlung gestaffelt sozialversicherungspflichtige Entwicklung, so, die dann auch lebensstandardsichernd sein kann, die aber, finde ich, erst dann armutsfest ist, wenn darunter diese Schicht, diese Etage von garantierter Armutsvermeidung ist. Ob jetzt die Sozialversicherungen wirklich robuster sind gegenüber Eingriffen, das weiß ich nicht. Also Rot-Grün hat ja bewiesen, wenn es eine entsprechende Kampagne von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft über ein paar Jahre gibt und eine Regierung, die dem auf den Leim gegangen ist, dass man sehr schnell auch in die Rentenformel eingreift und das Rentenniveau kürzt. Also insofern, glaube ich, die sind gleichermaßen in Gefahr, wenn die politische Stimmung sich so kippt. Also hier ist eher die Voraussetzung, dass wir immer um eine andere Hegemonie kämpfen. Und die Gerechtigkeitsvorstellung, naja, also ich glaube halt, dass das Starkmachen von Leistungsgerechtigkeit, ich finde, wir können als Linke ganz selbstbewusst sagen, natürlich sind wir für Leistungsgerechtigkeit, aber wir setzen halt Leistung nicht gleich mit hohem Einkommen. Also es gibt ja ganz gute Zahlen zur Spreizung des Einkommens und das der Chef der Deutschen Bahn irgendwie das 86-fache eines Zugbegleiters bekommt an Einkommen, leistet der jetzt wirklich das 86-fache? Also der hat bestimmt ein bisschen mehr Stress und wahrscheinlich sogar längere Arbeitszeiten als der Zugbegleiter, der Chef der Deutschen Bahn. Aber das 86-fache davon zu leisten, noch schlimmer sind die Zahlen, wenn man Pharmakonzerninhaber vergleicht mit Krankenschwestern im Nachtdienst. Das kannst du nicht mehr mit mehr Leistung begründen, die Einkommensschere und dann auch die daraus resultierende Schere bei der Rentenarmut. Ansonsten, deswegen finde ich, wir dürfen uns nicht den Kapitalismus und Neoliberalismus zugrunde liegenden Leistungsbegriff zu eigen machen. Und dann, es gibt in der Tat ein Problem, das ist die Lohnabstandsgebot. Also in Zeiten von niedrigem Löhnen bedeutet das Lohnabstandsgebot einzuhalten, wenn du noch Anrechenbarkeit nimmst, dass du immer die Sozialleistung extremst nach unten drücken musst. Wenn man das konsequent zu Ende deckt, heißt das übrigens sogar, dass Hartz IV eigentlich noch zu hoch ist. So. Und deswegen finde ich, wenn es um die Bemessung der untersten Ebene geht, darf nicht das Kriterium Lohnabstandsgebot sein, sondern bei der Bemessung des unteren Grenze, unter das niemand fällt, muss das Kriterium sein, es muss ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe gewährleistet sein. Und wenn ich jetzt schon das Wort habe, will ich noch eine mögliche Differenz ausräumen. Also meine Tochter geht in eine öffentliche Kita, fühlt sich dort auch, glaube ich, sehr wohl, zumindest war ihr Kommentar zum heutigen Kita-Schließtag, bin ich ja voll traurig, dass ich nicht in die Tita kann. Die wird auch in eine öffentliche Grundschule gehen, schon weil da die Wege so kurz sind. Allerdings will ich ein bisschen eine Lanze brechen für Alternativschulen, weil die haben im Bereich der Pädagogik Neuland betreten, wovon am Ende auch die öffentlichen Schulen profitiert haben. Deswegen würde ich gerne sagen, man kann jetzt nicht bei aller Kritik an Privatschulen und Eliteschulen oder Elite-Kitas gleichermaßen den Stab über Alternativschulen brechen, die pädagogische Konzepte entwickeln, die all denjenigen, die kritische Köpfe stärken wollen, auch in die Hände spielen. Danke. Gerhard Becker, Sie hatten sich gemeldet. Ja. Und ich würde Ihnen
Naja, ich habe hier schon auch eine Dramaturgie, aber ich würde gern Ihnen aber gleichzeitig auch eine Frage sozusagen mit auf den Weg geben, die ich auch gerne Ralf dann mit auf den Weg geben würde. Nämlich, wie begegnet ihr dem Vorwurf, dass ihr letztendlich mit dem Festhalten an der Lebensstandardsicherung an einem überkommenen, am männlichen Normalarbeitsverhältnis ausgerichteten Sozialstaatsmodell festhaltet? Ja, also zunächst mal, Lebensstandardsicherung hat zunächst mal nichts mit dem Geschlecht zu tun, ja, sondern es das heißt ja eigentlich nur, dass Menschen befähigt werden sollen, in ihrem gesamten Lebenslauf eine gewisse Einkommenskontinuität zu wahren. Nicht also von einem Tag zum anderen in die Situation fallen zu müssen, dass sie beim Ausfallen eines Erwerbseinkommens, wie hoch es auch immer sein, bis auf das Minimum herabgedrückt werden. Also, Lebensstandardsicherung ist per se nichts Negatives, wäre auch falsch übersetzt mit dem Begriff der Statussicherung, sondern Lebensstandardsicherung schafft für die große Masse der Bevölkerung überhaupt einen Freiheitsspielraum, ihre Lebensplanung, ihre Lebensgestaltung auch über das Morgen hinaus zu gewährleisten. Und jeder von uns, der hier sitzt oder sonst wo sitzt, wird natürlich froh sein, dass es ein Krankengeld gibt, ja, von der Krankenversicherung, das anknüpft am ehemaligen Einkommen. Also das wird ja keiner als statussichernd bezeichnen, unabhängig von der Frage, da sind wir ja schnell einig, dass die Einkommensspreizung, die auf dem Markt gesteht, ja, inakzeptabel ist. Da muss man ja nicht nur den Chef der Deutschen Bahn nehmen, sondern Herrn Winterkorn, der noch mehr verdient. Aber dieses Problem kann ich nicht lösen, nachträglich durch Umverteilungsmaßnahmen des Sozialstaates. Er wäre völlig überfordert, auch über die Steuerpolitik nicht, sondern das muss dann eben auch auf der Ebene der Bruttoerwerbseinkommen stattfinden. Zweiter Punkt ist, wir sind uns schnell einig darüber, dass es eine Unteretage geben muss, selbstverständlich. Zwei entscheidende Fragen müssen aber dabei beantwortet werden, wie hoch denn bitteschön und unter welchen Voraussetzungen. Ja, so. Wenn ich die untere Etage relativ hoch ansetze, dann 1050 netto, um mal eine Beispielsgröße zu nehmen, gibt ja noch viele andere Werte, die in der Diskussion sind, dann komme ich natürlich sehr schnell dazu und das auch haushaltsunabhängig mache, also allein individualbezogen, womöglich auch noch Kinder einbeziehe, ohne Berücksichtigung von Unterhaltspflichten, da wird jeder Ökonom schnell zu Summen kommen, die erheblich hoch sind, die erheblich hoch sind und in der Gegenfinanzierung massive Steuererhöhungen zur Folge haben werden. Das muss man dabei berücksichtigen. Übrigens, wenn ich 1050 Euro netto allein für Alterssicherung gewährleisten will, dann heißt das, rund 70% der Renten würden überhaupt unter dieses Niveau fallen. Und jetzt zum dritten und letzten Punkt. Ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man weiterreichende Forderungen stellt, dass man Konzeptionen hat, dass man womöglich auch Utopien vor Augen hat. Aber ich wehre mich dagegen, dass man sich nur auf den Ebenen, auf den Höhen bewegt und von weitreichenden gesellschaftlichen Veränderungen spricht. Und ich meine jetzt ausdrücklich keinen, der hier am Tisch sitzt, ausdrücklich nicht. Aber dann den täglichen Kampf um die Erhöhung der Regelsätze, um die Erhöhung der Regelbedarfe gewissermaßen gering erachtet. Beides gehört untrennbar zusammen. Und da fehlt es mir manchmal in der öffentlichen Diskussion an jenen, die relativ belanglos an der Regelsatzentwicklung vorbeigehen, auch in der Wissenschaft, stattdessen aber lieber viel schreiben über das bedingungslose Grundeinkommen. Das ärgert mich sehr, das muss ich dazu sagen. Ralf, ich möchte dich jetzt auch noch diese Frage eben fragen. Ne? Hast du ja mitbekommen, also haltet ihr nicht letztendlich an dem überkommenen Modell fest? Ja, ich kann auch da natürlich Gerd weitgehend folgen. Ich glaube, dass tatsächlich klar gemacht werden muss, die Hauptaufgabe besteht darin, dafür zu sorgen, dass tatsächlich Männer und Frauen gleichermaßen in der Lage sind, erwerbstätig zu sein, dass sie gleichermaßen in der Lage sind, da ein vernünftiges Einkommen zu erzielen. Das bedeutet auch erhebliche Anstrengungen, da die Ungleichheiten selbst bei normalen Einkommen zu verändern. Verdi macht gerade eine Kampagne für die Aufwertung von Sozial- und Erziehungsberufen. Daran lässt sich das schön deutlich machen, weil nämlich eine durchschnittliche Erzieherin bei voller Arbeitszeit, leider haben viele von denen auch nur Teilzeit, bei voller Arbeitszeit nicht viel mehr als halb so viel verdient wie ein Vollzeitbeschäftigter in der Automobilindustrie oder in der Chemieindustrie. Ja? Bei teilweise höheren Qualifikationsanforderungen. Das hat dann wieder mit Sozialstaat zu tun, weil das sind sozialstaatliche Bereiche, die dann natürlich auch finanziert werden müssen. Ja? Also braucht man höhere Einnahmen, Steuern.
Das muss ja ausgeweitet werden, auch um Vereinbarkeit überhaupt herzustellen, brauchen wir eben auch eine Ausweitung der öffentlichen Kindererziehungseinrichtungen und so weiter. Ich wollte auch vorhin jetzt gar nicht grundsätzlich was gegen innovative, nichtstaatliche Schulen oder Kitas sagen, aber es muss seine Grenzen haben und es muss reguliert werden. Also ich kann mir zum Beispiel sowas vorstellen, wie das in Städten wie Berlin, wo es in vielen Bereichen wirklich 70% migrantische Kinder gibt, dass man dann auch allen Kitas, die in der Region sind, die Vorgabe macht, ihr müsst mindestens, weiß ich nicht, 40% muslimische Kinder in eurer Kita haben. Ja, zum Beispiel sowas, ja, damit sich das nicht so entmischt. Ich glaube, dass ich mich auch mit Hannelore weitgehend einigen könnte. Es geht dann aber eben um die Einzelheiten, wie man das genau gestaltet. Wir sind uns, glaube ich, einig, wir wollen das Splitting überwinden, wir wollen das abschaffen. Das wird man, glaube ich, auch nicht komplett von heute auf einen anderen Tag machen, aber das muss weg. Dann stellen sich viele Sachen anders. Wir wollen das Arbeitslosengeld 1, also wieder längere Zeit zahlen. Und natürlich sind wir gegen Hartz IV und wollen dann viel höheres Leistungsniveau und ohne Repressionen und Sanktionen und so weiter, aber eben schon eine gewisse Bedarfsabhängigkeit an der Stelle. Also ich glaube, das ist einfach wir müssen in dieser Gesellschaft und in der Arbeitswelt auch eine ganze Menge ändern. Man kann das nicht sozusagen nachträglich dem Sozialstaat alleine nur schanzen. Entschuldigung. Annelore, seid ihr euch so einig, wie Ralf das jetzt gerade skizziert hat, oder siehst du Differenzen? Und mich würde auch noch mal interessieren, wie wird es im Deutschen Frauenrat, diese Frage bedingungsloses Grundeinkommen, spielt das eine Rolle? Oder da wird es ja wahrscheinlich auch verschiedene Flügel geben, ne, die vielleicht stärker auf auch die Verrichtung von Sorgearbeit in der Familie setzen und andere, die stärker auf die Professionalisierung setzen. Das fände ich noch mal ganz interessant. Ja, in Bezug auf das bedingungslose Grundeinkommen, da gibt es keine Beschlusslage des Frauenrates. Also das heißt nicht, dass es da nicht... Ach, ein Frauenrat ist auch die CDU. Bitte? Nee, der Frauenrat ist ein heterogenes Gremium. Ja, eben. Und bei intensiverer Diskussion stellt sich dann natürlich auch heraus, dass es bei dieser Frage insbesondere darum geht, dass wir in der weiblichen Bevölkerung große Anteile haben, also sowohl an der Bevölkerung als auch an Lebenszeit für die individuelle Frau, die eben nicht anerkannt wird und wo sozusagen eine gesellschaftlich erbrachte Leistung nicht dazu führt, dass sie dann hinterher auch was davon hat. So, und wenn man mal in Ideen von früher denkt, dann könnte man sich an Müttergehalt annähern. Das will aber inzwischen auch keiner, weil niemand mehr, weil das natürlich beinhaltet so die Möglichkeit, ja, dann kannst du ja halt wie immer zu Hause bleiben. Diese Diskussion gibt es nicht mehr. Bei der Pflege sieht das schon anders aus. Also bei der Pflege, da wissen wir, dass wenn man tatsächlich alle die zunehmende Anzahl von pflegebedürftigen Menschen alle professionell pflegen möchte, dass das richtig teuer wird und dass dann also die Pflegeversicherung mit ihren wenigen 1,5% Erhöhung, die es jetzt gibt, überhaupt nicht auskommen wird. Also diese Erhöhung beinhaltet ja letztendlich nur die nicht stattgefundene Dynamisierung der letzten Jahre seit irgendwie 2000 oder so. Man gleicht da also nur Lücken aus, die sich schon aufgebaut haben. Und man weiß einfach, dass diese Leistung, dass man das weiterhin den Frauen sozusagen vor die Füße werfen wird. Die Frage ist nur, in welchem Umfang. So, erfreulicherweise besteht da halt die Möglichkeit, dass man eben das jetzt ökonomisiert. Also über das erfreulicherweise werden sicherlich einige Leute gar nicht erfreut sein, weil unsere Vorstellung ist, dass Pflege eigentlich als soziale Dienstleistung angeboten werden sollte aus der Kommune. Aber der Druck halt auch aus dem professionellen und ökonomischen Umfeld führt natürlich dazu, dass das auch als Wirtschaftspotenzial angesehen wird, sodass also der Bezahlung der Pflege ein größerer Raum eingeräumt wird. So, und uns geht es, oder den Frauen, der Frauenpolitik geht es eben einfach darum, dass eben die Hälfte dieser Bevölkerung immer noch davor steht,
Reproduktionsarbeit, also Erziehung, Pflege, Sorge um sich selbst und um die anderen in der Familie unbezahlt erledigen zu müssen und dafür alleine die Kosten zu tragen. Das ist das Problem. So, und ein Schritt wurde ja jetzt gemacht, dass man also die Mütterrente für die älteren Mütter mit den Kindern vor 1992 um einen Rentenpunkt ausgeweitet hat. Also die Forderung der Frauen beispielsweise geht dahin, dass auch die älteren Mütter alle 3 Punkte haben müssen, so wie es bei den jüngeren Müttern auch der Fall ist. Also eine Anerkennung in der Alterssicherung zum Beispiel, wenn man so eine gesellschaftliche Leistung erbracht hat. Eine Forderung lautet auch in Bezug auf die Pflege, wenn es denn unumgänglich ist, dass jemand zu Hause pflegt, also unbezahlt, und dafür den Beruf aufgeben muss, dann hilft also leider auch kein Familienpflegezeitgesetz, wo ich mich dann freistellen lasse und hinterher es nacharbeite oder so, was ja eine Idee der vorherigen Ministerin gewesen ist. Das wird ja auch nicht angenommen, sondern es sind gesellschaftlich notwendige Leistungen, von denen unser Staat entschieden hat, dass sie der Familie zugeordnet werden, dass sie in der Familie zu erbringen sind und dass eben diese Anforderung dazu führt, dass die Frauen ihre soziale Sicherung nicht selbstständig gewährleisten können. So, und dafür braucht es einen Ausgleich, das ist ganz klar. Für das Erwerbsalter und für den Zustand, verheiratet zu sein, wird leider immer noch angenommen, dass das der Ehemann zu tun hat oder andersrum. Die Ehefrau für den Ehemann oder die Nichtverheirateten, also gleichermaßen. Das kann es aber eigentlich nicht sein. Wir können nicht eine gesellschaftlich notwendige Leistung, die auch gesetzlicherweise, das muss man einfach auch nochmal sich so vor Augen führen, es sind Gesetze, die dafür sorgen, dass das so ist, wie es ist. Das ist nicht unbedingt eine freiwillige Leistung. Also die Pflegeversicherung ist eine Teilleistungsversicherung, wo klar ist, dass man große Teile selber bezahlen muss und was dazu führt, wenn man das nicht bezahlen kann, dass die Leute das selber machen müssen. Also die Konsequenz ist immer beim Individuum und der notwendige soziale Ausgleich, der wird vorenthalten. Also wer zum Beispiel eine Pflegestufe 3 hat, die ganz sicher eine Vollzeitverfügbarkeit beinhaltet, da kann es nicht sein, dass man da nur einen halben Rentenpunkt für bekommt. Das geht eigentlich nicht, das muss verändert werden. Und so gibt es verschiedene Forderungen, die einen Ausgleich ermöglichen. Man ist vom Grundeinkommen deshalb abgekommen, genau aus dem Grund, den Ralf geschildert hat. Ich habe das den Leuten, nämlich den Frauen, mal vorgerechnet, was das kosten würde. Haben sie gesagt, wir müssen da wohl noch mal drüber nachdenken. Dankeschön, Hannelore. Stefan, ich will dich noch mal an dich noch mal die Frage stellen, auch die Sache mit der Leistungsgerechtigkeit, ne? Und zurückkommen auf deine These, dass Leistungsgerechtigkeit ein Euphemismus für die sozialpolitische Besserstellung der Bessergestellten ist. Wie gehst du um mit diesen Einwänden, dass es sehr tief sitzende sozusagen Gerechtigkeitsvorstellungen in der Bevölkerung dazu gibt? Und dann andererseits auch, besteht nicht die Gefahr, wenn wir sozusagen von Lebensstandardsicherung abrücken, dass wir uns hin zu einem neoliberalen Modell von Sozialstaat entwickeln, der eine Basisabsicherung sozusagen nur noch gewährleistet und wo jeder dann privat sozusagen für den Rest sorgen muss, wie es in angelsächsischen Ländern verbreitet ist? Also was ist denn dein Rezept, dass wir nicht dort ankommen auf dem Wege? Also ich muss erstmal unmutig feststellen, dass sich freiwilliger Selbstverzicht nicht rechnet und dass ich außerdem eigentlich dachte, wir reden tatsächlich auf einer linken Woche der Zukunft wirklich über Zukunftsentwürfe und zwar jenseits von eingefahrenen Kontroversen über Erwerbsarbeitszentrierung oder Grundeinkommen. Und deswegen möchte ich, aber ich komme auf die Frage, möchte ich 2 Punkte nochmal betonen. Ich würde mich Gerhard Becker anschließen. Ich glaube, das machen eigentlich auch alle, also Utopie plus Reformismus. Ja, also, aber auf linken Wochen der Zukunft müssen wir uns darüber unterhalten, wo soll es eigentlich hingehen? Ja, was sind unsere Wertideen? Mhm. Und nicht übers Klein-Klein, wirklich, was sind unsere Wertideen? Und Utopien brauchen wir, was sind die Fluchtpunkte? Und ich glaube, man kann sich schnell darauf einigen, dass das Sanktionsregime für unter 25-Jährige vollkommen abgeschafft werden muss. Oder niemand behauptet, dass die kapitalgedeckte private Versicherung irgendwie überlegen sei, der Sozialversicherung auch in dem Zustand, wie sie gegenwärtig ist. Ja, das ist überhaupt nicht die Frage, sondern Utopie und Reformismus in einer vernünftigen Weise zu verknüpfen. Und ich habe überhaupt keine Lust auf diese inneren, festgefahrenen Linien. Ja, ich bin weder auf der Gehaltsliste der Partei noch Mitglied. Ja, und ich finde es wirklich
unerklecklich. Ja? Also das ist gut. Und das Zweite ist, auch ist doch völlig klar, dass wir die Probleme der Erwerbsgesellschaft nicht mit der Sozialpolitik alleine lösen können. Ja, das ist doch völlig klar, was du auch gesagt hast. Ist doch klar. Also wenn man über Lebensstandardsicherung spricht, dann muss man, egal wie, ob man es gut oder schlecht findet, muss man gleichzeitig über die Zustände am Erwerbsarbeitsmarkt sprechen und wie regulieren wir die. Ja, und Lebensstandardsicherung finde ich super, wenn alle einen vernünftigen Lebensstandard haben, der gesichert werden kann. Dann finde ich es geil. Ja, und wenn alle das gleiche Einkommen haben und ihr Einkommen gesichert bekommen, bei Krankheit, Unfall, Alter, Arbeitslosigkeit, super. Ja, aber Lebensstandardsicherung heute ist eine relative Statussicherung. Ja? Diejenigen, die mehr verdienen, können ihren Lebensstandard auf einem höheren Niveau sichern als diejenigen, die weniger verdienen. Es ist einfach so. Und deswegen ist klar, Lebensstandardsicherung finde ich gut und dann müssen wir aber über den Erwerbsarbeitsmarkt sprechen, die Zugangschancen, die Strukturen des Erwerbsarbeitsmarkts und so weiter. Und zu der Frage. Ich finde, man sollte nicht so stark. Also wir müssen doch sehen, wo kommen eigentlich die Gerechtigkeitsvorstellungen der Leute her? Und wenn wir jetzt sagen, das können wir den Leuten nicht erklären. Also soweit ich mich erinnere, war die Arbeiterbewegung gegen die Sozialversicherung. Ja? Und das wurde ihr autoritativ von oben aufgedrückt. Ja? Die wollten eine ganz andere Lösung für soziale Probleme, in Anführungszeichen. Die wollten nicht die Bismarck'sche Sozialversicherung. Jetzt haben wir die seit 130 Jahren und jetzt plötzlich denken wir alle in Sozialversicherungskategorien. Ja, und wenn man anderswo guckt, in Schweden gibt es ganz andere Gerechtigkeitsvorstellungen. Dass Leistungsgerechtigkeit nicht sozusagen der Topos, ja, und niemand darf was dagegen sagen. Und wir müssen dann sagen, ach, es ist aber alles Leistung, damit wir Leistungsgerechtigkeit schaffen können. Ja? Und in den Vereinigten Staaten sagt auch keiner Leistungsgerechtigkeit, aber auch nicht Bedarfsgerechtigkeit, sondern was ganz anderes. Institutionen prägen die Gerechtigkeitsvorstellung und die Vorstellung von der Welt. Ja? Und wenn wir 80, 100, 120 Jahre ein Sozialversicherungssystem haben, dann können wir den Leuten schlecht erklären, selbst hier auf dem Podium ist es schwierig, aus diesen Denkfiguren auszusteigen. Ja, und man kann sagen, ich finde es trotzdem noch gut, aber ich glaube, wir wissen gar nicht, wie stark wir einfach durch diese Last und Macht der Vergangenheit geprägt sind. Und wenn wir nach vorne gucken, dann müssen wir schauen, was ist gut am Sozialversicherungsprinzip und was ist nicht so gut. Ja, wo ist es ungerecht, wo ist es gerecht? Und dann kann man sich überlegen, wenn man die Minima maximieren möchte, macht man das im Sozialversicherungssystem und wie muss es umgebaut werden? Aber da gilt es doch nicht, sozusagen solche unerklecklichen Kontroversen zu führen. Also insofern denke ich, man kann den Leuten eine ganze Menge erklären und zwar, ich meine das nicht paternalistisch, ja, sondern wenn wir anfangen, die Institutionen umzubauen, ja, und wenn Gesetze verändert werden, dann verändern sich auch die Selbstverständnisse der Leute und was normal ist, ja, ob man für eine Leistung arbeiten muss, wie man dafür arbeiten muss, wie viel und so weiter und so fort. Also das ist für mich der Punkt. Und auf einen Punkt möchte ich auch noch eingehen, als Soziologe, der ich bin, da müssen wir uns immer mit sozialen Ungleichheiten beschäftigen. Und ich würde sagen, also ich würde Katja widersprechen in dem Sinne, der Sozialstaat behandelt nicht alle als Untertanen. Ja? Manche behandelt er als mündige Bürger, ja? Hochverdienende, die entscheiden können, versichere ich mich privat oder freiwillig gesetzlich. Die sind mündige Bürger. Ja? Und andere werden als Untertanen behandelt. Ja? Und, aber andererseits, ich duze dich jetzt, wenn du jetzt sagst, ja, man kann nicht gleich sagen, der Sozialstaat ist repressiv und scheiße. Stimmt, für manche ist er überhaupt nicht repressiv, ja, und für andere ist er verdammte Scheiße repressiv. Ja, und das sind zentrale soziale Ungleichheiten. Und ich finde, über die müssen wir uns unterhalten, jenseits hier von individuellen Präferenzen. Und das allerletzte ist, meine Position, der Rahmen, den ich ja ursprünglich gesetzt habe, ich finde es, und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich finde, wenn wir sagen, der Sozialstaat wird national sein oder er wird überhaupt nicht sein, dann kommen wir in so massive Probleme. Das ist eine politische Verzichtserklärung auf die Gestaltung des Sozialstaats in Zukunft. Es ist so, wir können uns das nicht leisten. Da fliegt uns das Ding um die Ohren, wenn wir sagen, wir wollen versuchen, unseren schönen Nationalstaat möglichst emanzipatorisch, sozialgerecht, was auch immer, auszugestalten. Das können wir so nicht machen, wenn wir nicht mit einbeziehen, dass der Nationalstaat in gewissen Bereichen einfach an seine Grenzen der Leistungsfähigkeit gekommen ist. So, da ich wahrscheinlich keine Zeit mehr haben werde, nachher, schönen Tag noch. Vielen Dank, Stefan Lessen. Ich muss auch sehr pünktlich gehen, also bitte um Verständnis, dass keine Nachgespräche möglich sind. Wir könnten jetzt hier sicher noch eine Stunde oder länger weitermachen mit der Kontroverse auf dem Podium, aber ich hatte ja versprochen, dass wir auch kurz noch Nachfragen aus dem Publikum zulassen. Ich bitte wirklich um kurz und um Nachfragen. Ich habe zwei Wortmeldungen schon. Ich frage jetzt, ob es weitere gibt. Ich möchte maximal 5 nehmen. Okay, damit ist...
Okay, 6 maximal. Wirklich ganz strikte Begrenzung auf kurze und Nachfragen. Wir machen eine quotierte Redeliste. Zuerst hatte sich gemeldet der Herr hier vorne, Mitte links. Stefan Hartmann, ist das an, das Mikro? Ja, es ist an. Ich habe eine Frage an Katja Kipping als sozialpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion. Der Bundesparteitag hat mal Beschlüsse zu sozialen Sicherungssystemen gefasst, insbesondere was zum Beispiel eine solidarische Rente betrifft. Ich komme aus einem Bundesland, wo die Hälfte der Leute, die jetzt in Rente gehen, in Altersarmut kommen. Steht da die Fraktion auch noch, sag ich mal, hinter einem Modell, das sagt, es geht darum, Altersarmut zu verhindern als Ziel sozialer Sicherungssysteme? Und zweitens, auch ein Bundesparteiungsbeschluss, diskutiert ihr in der Bundestagsfraktion auch weiter über die Kindergrundsicherung? Und wann sind dort, sage ich mal, spannende, zukunftsfähige Diskurse und Modelle zu erwarten? Danke. Inge Hannemann, hier auf der rechten Ja, mein Name ist Inge Hannemann. An Herrn Becker einfach mal, Ihnen möchte ich gern rhetorisch was mitgeben, auch für die linke Woche der Zukunft, in Zukunft gedacht. Wenn ein Glas Sprünge hat, was machen Sie mit dem Glas? Hartz IV besteht 10 Jahre, Sie sprechen von Reformierung. Hartz IV hat mehr als Sprünge. Überlegen Sie einfach mal vielleicht, was Sie mit dem Glas machen würden, wenn es Sprünge hat und Wasser rauskommt, wenn Sie Wasser reingießen, ich würde es wegschmeißen. Dann, und damit würde ich Hartz IV auch in die Tonne werfen. Dann zu Herrn Krämer, betreffend, ganz kurz, BGE. Was mir so ein bisschen jetzt gefehlt hat, ich diskutiere jetzt nicht mit Ihnen über das BGE, denn obwohl das würde ich gerne mal tun, ist so diese Berücksichtigung, wenn wir es nicht haben. Wir haben immer noch rund 5 Millionen Erwerbslose plus noch ein paar Versteckte. Dann was machen Sie mit denen? Also die fehlen mir in der ganzen Diskussion. Ja, also Sie reden immer, es spaltet, es tut sonst irgendwas, aber es kostet, es bringt uns nichts. Aber ich vermisse die Diskussion mit diesen Minimum 5 Millionen Erwerbslosen. Wo bleiben die innerhalb der ganzen Diskussion? Und die möchte ich gerne einfach für die Zukunft versorgt haben, sinnvoll, menschenwürdig versorgt haben. Danke. Der Herr mit dem grünen T-Shirt. Ja, ich werde versuchen, ja, das ist die Hoffnung grün. So. Also, ich finde, zwei Punkte sind vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Einer ist überhaupt nicht genannt worden. Einmal, ich finde, die Frage Finanzierung hätte man noch mehr zum Thema Sozialpolitik diskutieren müssen. Gerade in dem Zusammenhang durch die Privatisierung vieler sozialen Leistungen ist sozusagen, arbeiten dort Menschen, die deutlich geringere Einkommen haben und auch deutlich weniger Geld in die Sozialkassen einzahlen. Also das ist ein Teil. Der andere Teil ist, dass natürlich halt nicht Gesundheit zum Beispiel ein Wirtschaftsfaktor sein kann. Eine Sache ist, finde ich, zu kurz gekommen, das ist die Frage der Selbstverwaltung. Also wir haben im Prinzip ja alle öffentlichen Versicherungen, die wir haben, also ob es die Rentenversicherung ist, ob es die Krankenversicherung sind, da gibt es Versicherungsverwaltungsorgane. Wir hatten mal ein Beispiel, die Rentenversicherung war mal die Kasse richtig voll in den 70er Jahren. Damals bist du in eine Rente gegangen mit netto 75% von deinem letzten Einkommen, mehr sogar als 75, fast 80%. So, die Frage ist, seid ihr der Meinung, dass man weniger staatliche Eingriffe in das Sozialversicherungswesen lieber befürworten sollte und mehr Selbstverwaltung in den Gremien geben sollte und nicht nur dort immer, dass der Staat überall reinfasst und die Kassen plündert. Ja, danke. Bitte, stellt euch kurz vor. Ja? Bitte. Mein Name ist Sonja Chemnitz, ich arbeite in der Bundestagsfraktion. Stefan Lessenich hatte, glaube ich, gesagt, man müsse auch den Sozialstaat selbst demokratisieren. Da würde mich interessieren, in welcher Richtung Sie da denken. Zwei Sachen, die mich beschäftigen, ist, welche Rolle spielt eigentlich das SGB I? Müsste man dort nicht sehr viel mehr an Mitbestimmung, Mitgestaltung, Mitentscheidung für die Betroffenen verankern? Und die andere Sache ist, kann man andere Sozialgesetzbücher zusammenlegen? Ich finde, wir hätten sehr viel mehr in Richtung Mündigkeit getan, wenn das gesamte Sozialsystem, egal ob man jetzt über Grundsicherung oder Versicherungsleistungen redet, sehr viel einfacher und durchschaubarer wäre. Danke. Mein Name ist Ronald Blaschke, ich bin Sprecher des Netzwerkes Grundeinkommen. Eine Frage an Stefan Lessenich. Wir haben zwei Ebenen heute diskutiert, einmal die Leistungsgerechtigkeit, wo sich ein Sozialstaat darauf aufbauen könnte, Teilhabegerechtigkeit, nenne ich jetzt einfach mal.
Ist es nicht eigentlich so, dass eine Leistungsgerechtigkeit faktisch sowas wie eine Spaltung der Gesellschaft bewirkt? Weil nämlich die Frage ganz einfach steht, erstens, was ist Leistung? Und zweitens die Frage, wer bestimmt, was die Höhe der Leistung ausmacht im Sinne von Entgeltung oder Anerkennung von Zugangsrechten, auch im Sozialsystem. Ist es nicht eigentlich grundlegender zu sagen, wir haben ein Bild von Sozialstaat, jetzt rede ich vom Leitbild, Teilhabegerechtigkeit als die minimalste Ebene einzuführen und dann darüber hinaus andere Leistungsgerechtigkeiten zu eröffnen, wo auch dort die Debatte aber weitergeführt wird. Ich will das zuspitzen, Ralf Krämer hat es ja so gesagt. Genau das Lohnabstandsgebot, diese Falle in einer Leistungsgerechtigkeitsdenke, die da sagt, ich muss sozusagen soziale Sicherungssysteme so niedrig halten de facto, dass die Mindesteinkommen, die Mindestlöhne nicht darunter fallen, führen eigentlich zu einer Spaltung in der Gesellschaft, in der Debatte und sogar übrigens in der Linken. Wir haben feststellen müssen, dass dann linke Abgeordnete sagen, es darf nicht zu hoch sein, die Mindestabsicherung bedürftigkeitsgeprüft, weil sie ja dann faktisch an das Niveau einer über Erwerbsarbeit geleisteten Mindestlohnebene nahe herankommt. Und das halte ich dann für spalterisch. Also meine Frage, Leistungsgerechtigkeit als eine Säule des Sozialstaates, als eine Grundsäule, ist das überhaupt gerecht? So, letzte Frage, bitte. Klaus Steinitz, ich fand das im Podium, in den Diskussionsbeiträgen sehr komplex und vielfältig, die Anforderungen an eine zukünftige soziale Sicherheit gestellt wurden. Allerdings sind meines Erachtens zwei wichtige Aspekte zu wenig bzw. gar nicht behandelt worden. Und das wäre meine Frage, müsste man das nicht einbeziehen? Die erste, der Begriff Ökologie ist, glaube ich, überhaupt nicht gefallen. Gibt es nicht wesentliche Zusammenhänge? Ich meine nicht ganz an der Oberfläche, sondern wenn man etwas tiefer geht, sowohl mit den bedingungslosen Grundeinkommen als auch mit den lebensstandardsichernden höheren sozialen Anforderungen, die vor allem über Wachstum berücksichtigt werden müssen. Ich glaube, wir können dieser Frage nicht völlig ausweichen. Die zweite, Solidarität. Meines Erachtens müsste sie eine noch größere Rolle spielen bei den Diskussionen. Sie wurde hier vor allem behandelt im Zusammenhang mit Ausländern, Asylsuchenden, internationale Aspekte. Aber ich habe mich ja das gewundert, warum solche Fragen, die früher auch diskutiert wurden, hinsichtlich der Sozialbeiträge, führen zu einer stärkeren sozialen Differenzierung, indem derselbe Prozentsatz gilt unabhängig von der Leistungshöhe, im Unterschied zum Steuersystem und Beitragsbemessungsgrenze. Welche Rolle spielen diese Fragen der Aufhebung bzw. Anhebung Beitragsbemessungsgrenze und im Zusammenhang mit der unterschiedlichen Differenzierung? Müsste man nicht auch die Frage Steuer- und Beitragsfinanzierung, Steuer, aber so unvollständig sie ist, hat ja eine Progression, die in der Beitragsfinanzierung nicht enthalten ist, stärker durchleuchten hinsichtlich der zukünftigen Gestaltung der Wechselbeziehungen zwischen Steuerfinanzierung und Beitragsfinanzierung. Dankeschön. Ich möchte jetzt jeweils von außen nach innen hier zu mir vorgehen in der Schlussrunde, würde euch bitten, dabei jeweils die Fragen, die an euch speziell gerichtet wurden, zu beantworten. Und ich würde gerne noch einen sozusagen Satz dazu, zu der Frage, was wäre euer Leitsatz, wenn du oder ihr, sie ein Manifest über die Zukunft des Sozialstaats schreiben würdet? Ein Satz. Oha. Ja, also erstmal, ich kann mich nicht erinnern, dass ich vom Lohnabstandsgebot überhaupt nur geredet habe. Weil natürlich ist klar, wenn es einen bestimmten Bedarf gibt, dann muss der befriedigt werden. Und wenn das höher ist als die unteren Löhne, dann ist das höher. Das ist okay. Ja, das war nicht das, worüber ich vorhin geredet habe. Es ist ja auch so, dass bei Lohnempfangenden dann in solchen Fällen weitere Leistungen beansprucht werden können. Wohngeld, Kindergeldzuschlag, weiß der Kuckuck. Ja? Also klar ist, ein hinreichend bemessener Bedarf ist die Untergrenze, das ist völlig klar, da gibt es insoweit kein Lohnabstandsgebot.
Aber natürlich ist das Ziel, dass die Löhne möglichst hoch und höher sein sollen. Also dass wir gerade auch im unteren Lohnbereich, da sind wir uns ja wahrscheinlich einig, dass wir da wesentlich höhere Löhne brauchen. Mir ist nochmal wichtig mit dem repressiven Sozialstaat, dass man da eben präzise ist und sagt, das Repressive am Sozialstaat ist das Problem, nicht der Sozialstaat. Also sag mal, ohne einen, die Leute können unter Druck gesetzt werden, weil sie sonst keine Leistungen kriegen. Gäbe es keinen Sozialstaat, würden sie auch keine Leistungen kriegen, ist das ist ja noch blöder. Das ist dann sicherlich auch nicht gemeint, ist ja klar. Aber im Prinzip muss man schon sagen, ein demokratischer Sozialstaat beruht auf Rechtsansprüchen. Im Grundsatz haben wir auch einen Sozialstaat mit Rechtsansprüchen. Das Problem sind eben die Repressionen, die da verschärft worden sind, massiv durch neoliberale Politik auch in den letzten Jahrzehnten, die es teilweise natürlich auch vorher schon gab, aber die schlimmer geworden sind. Ja? Also die Sozialhilfe früher war wesentlich weniger repressiv als heute das Hartz-IV-Regime. Dann Sozialstaat, Umlagefinanzierung, Sozialversicherung. Geschichte hin oder her. Ich finde, dass man das ein Stück weit als eine soziale Innovation betrachten muss, die sehr erfolgreich und sehr sinnvoll gewesen ist und auch weiterhin ist. Und da muss man ins Detail gehen. Zukunft der Sozialversicherung wäre dann die Frage Aufhebung Beitragsbemessungsgrenzen und Versicherungspflichtgrenzen, wäre die Frage Erwerbstätigung und Bürgerversicherung, wäre ein anderes Leistungsniveau, wäre die Frage, wie man bei höheren Renteneinkommen sozusagen, wann dann doch eine partielle Entkopplung wieder herkriegt, also sozusagen höhere Beiträge, nicht in dem Maße höhere Rentenansprüche zur Folge haben, weil das sonst natürlich schief wird und nach hinten losgehen kann, weil die Reichen ja auch länger leben und also längere Renten kriegen und das geht dann alles, wird alles schwierig, lässt sich alles gut begründen, aber da muss man wirklich in die Einzelheiten gehen und ich finde, dass das, was im Sozialstaat angelegt ist, also mit Rechtsansprüchen und mit diesen Systemen, so verbessert werden kann, dass es wirklich gut ist und dass es, sag ich mal, ein Stück Sozialismus ist, den wir im Kapitalismus schon angefangen haben durchzusetzen. So. Und nochmal letzte Frage wäre die Sache mit der Ökologie. Ja, aber ich glaube, das wäre wirklich ein anderes Thema. Bringt mich nur nochmal zu dem Punkt, dass wir tatsächlich nicht vergessen dürfen, Sozialleistungen werden bezahlt letztlich aus Primäreinkommen. Also sie sind sozusagen zu finanzieren aus dem Bruttoinlandsprodukt. Alter Lehrsatz sozusagen. Das kann in der Ökologiediskussion oder in der Wachstumsfrage dann ein Problem aufwerfen. Also ich bin aber auch der Meinung, wir können einen und müssen einen ökologischen Umbau hinkriegen, der jetzt nicht schrumpfendes BIP und schrumpfende Einkommen bedeutet. Klar muss sein, wenn die Einkommen schrumpfen, schrumpfen alle Einkommen. Dann schrumpfen auch die Sozialleistungen. Aber das ist, finde ich, nicht das, was wir uns wünschen. Danke. Ralf, dein Leitsatz? Mein Leitsatz alle für alle. Dass also wirklich alle Ansprüche haben und ein gutes Leben haben sollen, aber auch alle, wenn es geht, dazu beitragen können und sollen. Danke. Hannelore? Ja. Der letzte Redner mit seiner ökologischen Frage hat natürlich recht, weil das, denke ich, wäre als innovative Weiterentwicklung, ist das auf jeden Fall ein Aspekt, der nicht nur die soziale Sicherung beeinflusst, sondern überhaupt unseren Wohlstand. Und beides hängt ja ganz eng zusammen. Deswegen glaube ich, dass die Gleichstellung, die ich auch als innovative Weiterentwicklung betrachte, dass die auch sehr wohl was mit ökologischer Entwicklung zu tun hat. Weil wir müssen ja auch immer sehen, was haben wir denn davon, wenn sich bei uns was verändert und wer hat was davon? Hat die breite Bevölkerung etwas davon? Oder ist es so, dass Weiterentwicklung von einigen abgegriffen werden können? In den letzten Jahren hatten wir Letzteres, dass nämlich da, wo Wachstum entstand und da, wo Gewinne und Einkommen entstanden, dass das ganz wenige sich angeeignet haben. Und eine gute ökologische Weiterentwicklung, die würde auch in Richtung Gleichstellung uns weiterbringen, weil das durchaus dazu führen kann, dass eine breitere Bevölkerungsschicht davon profitiert. Und zwar nicht nur ökonomisch, sondern auch im Verhältnis zu dem, was Lebensqualität beinhalten kann. Also wie man die nun misst und dokumentiert, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich finde, dass das ganz eng zusammenhängt. Insofern danke nochmal für den Hinweis. Aber die Fragestellung für uns war eben auch einfach sehr eingeschränkt. Und wenn man sich bemüht, das in 5 Minuten zu beantworten, dann ist es nicht möglich, das alles anzureißen.
ohne sich letztendlich in Plattensätzen zu ergießen. Und das wollen wir eigentlich nicht. Also es soll ja irgendwie doch ein gewisser Inhalt in 5 Minuten drüber kommen. Mein Satz ist, eine zukunftsorientierte Politik hat ein klares Ziel der Gleichstellung und Eigenständigkeit und ökonomischen Unabhängigkeit für Frauen. Dankeschön. Stefan? Ja, ich habe meinen Zug sausen lassen, um mich nochmal zu entschuldigen für meinen emotionalen Ausbruch gerade eben. Dachte, das ist angemessen. Dafür kann ich jetzt noch eine halbe Stunde die Fragen beantworten. Nein, ich mache es ganz kurz. Klar, man kann nie, also es sind immer Themen nicht berücksichtigt. Und das mit der Ökologie, also ich habe mich jetzt dann für die transnationale Perspektive entschieden und ich wollte das Ganze nicht noch überfrachten und weitere Konflikte hier ins Haus tragen, weil ich bin in einem Kolleg Postwachstums Gesellschaften aktiv und also wie ein Nachwachstumssozialstaat aussehen müsste, in dem eben zwar umverteilt wird, aber nicht mehr der Zuwachs des Wertproduktes, sondern womöglich ein schrumpfendes, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung und die wollte ich nicht auch noch mit hier aufs Podium tragen. Ich möchte nur kurz sagen, weil wir ja schon überzogen haben, der Sozialstaat ist einfach eingebettet in eine demokratische Gesellschaft. Ich würde sagen, die Demokratisierung des Sozialstaats kann man auch nicht unabhängig von der Demokratisierung von sämtlichen politischen Prozessen denken. Und insofern würde ich jetzt gar nicht, ich habe mir noch keine Detailvorstellung über Selbstverwaltung gemacht, wie die umorganisiert werden müsste oder Zusammenlegung von Sozialgesetzbüchern. Aber grundsätzlich ist die Frage, welchen Anteil misst man den einzelnen Bürgern und Bürgerinnen zu bei der Gestaltung, Selbstgestaltung ihrer gesellschaftlichen Verhältnisse. Und ich finde, die Fragen soziale Umverteilung, wofür das Sozialprodukt verwendet wird, ist eine ganz zentrale Lebensentscheidung. Da sollten also die Demokratisierungsprozesse greifen. Bei der Gerechtigkeitsfrage, da bin ich ganz klassisch. Also ich würde mich nicht auf so ein Terrain von Teilhabegerechtigkeit begeben als Begriff, der geschaffen worden ist, nachdem irgendwie Sozialdemokratie von Verteilungsgerechtigkeit nichts mehr hören wollte. Ja, also ich bin für Verteilungsgerechtigkeit, ganz klar. Und Umverteilung und Verteilung muss wieder ein legitimer Begriff im politischen Diskurs sein. Dafür sollten wir streiten, meines Erachtens. Und ansonsten wollte ich nochmal, um doch wieder an meinen emotionalen Ausbruch anzuknüpfen von gerade eben, wollte ich einfach nochmal sagen, wenn hier dieses Milieu sich als antikapitalistisch und systemtransformativ versteht, dann möge es doch bitte einfach ein bisschen mutiger sein. Und man muss ja nachher dann in den konkreten Alltagsprozessen weniger mutig sein, muss man auch. Aber man kann doch also in Dingen denken, die eigentlich undenkbar sind. Es gibt irre Moralphilosophen, die sagen, man kann Rechte auch ohne Pflichten denken. Ha, das scheint uns undenkbar. Ja, aber das kann man. Und dann wäre ein Fluchtpunkt von politischer Intervention, wie kann man Rechte womöglich in bestimmten Bereichen von Pflichten entkoppeln? Ja, welche Pflichten muss man den Bürgern auferlegen und so weiter? Und auch andere Dinge lassen sich denken und da ein bisschen mehr zu wagen, ein bisschen mutiger sein und dann wieder auf die Mühen der Ebene zurückzukehren, aber sich so ein bisschen zu erinnern, was man da mutig gedacht hat und das nicht gleich alles über Bord zu kippen, das würde ich mir wünschen. Und mein Satz ist geklaut. Plagiat ist Artikel 28 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, und da ist nicht die Rede von Pflichten, voll verwirklicht werden können. Danke. Gerhard Becker, könnten Sie vielleicht auch die Frage nach der Selbstverwaltung, der Stärkung der Selbstverwaltung mit beantworten und ansonsten natürlich die, wo Sie sich angesprochen fühlen? Ja, das ist natürlich eine sehr problematische Frage, ja, muss ich wirklich sagen, kann man nicht mit einem Satz beantworten. Fakt ist es so, in der Sozialversicherung, in den Sozialversicherungen wird das Leistungsrecht weit, weit überwiegend, auch das Beitragsrecht, über Gesetzgebung geregelt. Das heißt, die Kompetenzen und Möglichkeiten der Selbstverwaltung sind sehr begrenzt. Und da kann man lange darüber diskutieren, wie man das ändern will. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess, wie man die Selbstverwaltung aktivieren will. Ich will das nicht weiter ausholen hier. Also das ist sehr, sehr kompliziert. Aber die Frage war ja, was ist der Leitsatz, ja, der gewissermaßen an dieser Diskussion schlussendlich hängen bleibt aus meiner Sicht. Also aus meiner Sicht kann der Leitsatz nicht sein,
Glas in die Tonne werfen, offensichtlich in die Glastonne, ne, sondern kann auch nicht der Leitsatz sein, weg mit, sondern der Leitsatz kann nur sein, Bestehendes, was sich als positiv bewährt hat, zu verteidigen, kritisch ranzugehen, wo liegen die Defizite, Utopien und Perspektiven im Auge haben und den Sozialstaat in dieser Richtung weiterentwickeln. Und da gibt es drei Kriterien aus meiner Sicht, die entscheidend sind und die nicht gegeneinander stehen, sondern die nebeneinander stehen. Das erste Kriterium ist in der Tat Armut, Ausgrenzung und Prekarisierung vermeiden. Das zweite ist Gestaltung des Lebensablaufs für Menschen je nach individueller Lebenslage, Lebenssituation, Übergänge im Leben so zu gestalten, dass sie auch möglich werden. Und das setzt trotz des Votums von Stefanie Lessenich, dass man darüber gar nicht so reden soll. Ich finde schon, das setzt voraus, dass man auch Lohnersatzleistungen gewährleisten muss. Die Diskussion, die sich ja aktuell stellt, ist ja nicht nur im Elterngeld, sondern auch im Pflegegeld und vielen anderen mehr. Wie kann es Menschen ermöglicht werden, gewissermaßen lebensweltliche Anforderungen mit arbeitsweltlichen Anforderungen zu verbinden, ohne den Absturz zu erleiden? Und der dritte Punkt ist zweifelsohne aus meiner Sicht die Voraussetzung einer gerechten Finanzierung, sich um Finanzierungs- und damit auch Leistungsbedingungen zu kümmern, die über das jetzt separierte System herausgehen und in ein universelles System münden, weil das Problem ist, Solidarität lässt sich nicht teilen. Ein System, was nur getrennte Solidaritäten voraussetzt, wird in Zukunft scheitern und der Trend zur Privatisierung wird insofern das aushöhlen, insofern weiterdenken, weiterentwickeln in Richtung eines universellen Absicherungssystems, was Armut und Lohnersatz nicht gegeneinander sieht, sondern ergänzend auffasst. Vielen Dank. Katja, du hast jetzt das letzte Wort, jedenfalls hier und heute. Oh Gott. Es gab die Frage nach der Mindestrente. Wir haben im Wahlkampf als Linke plakatiert, dass wir eine Mindestrente von 1050 Euro wollen. Es ist geplant, dass das Thema demnächst in einem Antrag auch zur erwerbstätigen oder zur Rentenversicherung für alle kommt. Ich hoffe auch, dass das kommt, denn was man plakatiert, muss man auch halten. Frage Kindergrundsicherung. Da haben wir im Wahlprogramm wie im Parteiprogramm drinstehen, dass wir eine Kindergrundsicherung wollen, die alle Kinder und Jugendliche sicher vor Armut schützt. Diese Formulierung ist kontrovers gestellt in der Bundestagsfraktion mit der Begründung, dass das auch ein Kindergrundeinkommen sein könnte. Aber da ist noch nichts entschieden. Drittens, Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze, das ist unsere Position, ganz klar. Zum Thema Alltagskämpfe, ja, ich finde, es ist unsere Verantwortung, jeden Euro mehr im Regelsatz rauszuhandeln. Als die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe rauskam, mit der die Hartz-IV-Regelsätze berechnet sind, habe ich auch Tage und Nächte lang mit diesen Tabellen zugebracht, um jeden Cent mehr rauszuholen oder rauszurechnen. Ich glaube aber, als sozialistische Linke muss man aufpassen, dass man sich nicht komplett in den notwendigen und vielfältigen Abwehrkämpfen verausgabt. Und deswegen ist ein Kompass, der auf eine ganz andere soziale Sicherung oder Sozialstaat hinweist, unglaublich wichtig, auch zur Motivation für die notwendigen Abwehrkämpfe. Mein Kompass wäre halt der demokratische Sozialstaat oder die Idee, die hinter dem Grundeinkommen steht. Und mein Leitsatz, also eigentlich würde ich lieber in einem Leitbild über die Architektur sprechen, aber wenn ich mich jetzt auf einen Leitsatz konzentrieren muss, würde ich sagen, Existenzangst fressen demokratische Seele auf, deshalb Schutz vor Existenzangst garantieren. Vielen Dank. Das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz. Ich danke allen hier auf dem Podium für die sehr engagierte und komplexe und wirklich gute Diskussion. Ich danke Ihnen allen und euch im Publikum für eure Geduld und eure Inputs noch zum Schluss und wünsche euch allen noch eine wunderbare Woche der Zukunft mit vielen spannenden Veranstaltungen und einen schönen Abend. Vielen Dank.